Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich darf Sie auch im Namen meiner Kollegin Gitta Connemann hier ganz herzlich bei unserem Fachkongress willkommen heißen. Ich begrüße ganz besonders unter uns den Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. Christian Schmidt, der Bundeslandwirtschaftsminister, wird noch zu uns stoßen. Ich heiße im gleichen Atemzug willkommen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, weise darauf hin, dass wir heute eine Parallelveranstaltung bekommen werden, nämlich eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin. Ich freue mich trotzdem, dass viele Kollegen da sind und bin der Auffassung, dass es um ein ähnliches Thema hier geht wie dort, nämlich um das Thema Multiresistenz. Die Multiresistenz, die die Kollegen so allmählich entwickeln gegenüber den griechischen Vorschlägen, wird immer ausgeprägter, meine Damen und Herren. Und ich hoffe, dass sie am Schluss dann auch so ausgeprägt wird, dass der Bundestag zu verantwortbaren Entscheidungen in dieser Frage kommt, genauso wie bei dem Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen. Ich begrüße die Teilnehmer des Podiums, eine hochkarätige Besetzung, meine Damen und Herren, angefangen mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer. Willkommen, Professor Montgomery. Genauso herzlich willkommen dem Präsidenten der Bundestierärztekammer, Herr Professor Mantel. Herzlich willkommen. Ich heiße willkommen den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Sie, Herr Professor Wieler. Genauso herzlich willkommen an den Präsidenten des Bundesinstituts für Risikobewertung, Herrn Professor Hensel. Mit Herrn Quott heiße ich willkommen den stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes des Verbandes Forschender Pharmaunternehmen. Die Fakultät für medizinische Mikrobiologie und Infektionsprävention der Universität Groningen vertritt Herr Professor Dr. Friedrich. Wir haben Gelegenheit, meine Damen und Herren, uns zu unterhalten über ein Thema, das derzeit allgegenwärtig gerade auch Gesundheitspolitik bestimmt, nämlich das Thema Umgang mit Antibiotika. Und wir wollen es nicht nur gesundheitspolitisch machen, sondern machen das gemeinsam mit der Landwirtschaftsseite. Das ist eine Anregung der Kollegin Connemann gewesen, sage ich ganz deutlich. Ich finde das großartig, weil es eine Möglichkeit ist, ganz klar zur Versachlichung der Diskussion beizutragen und in dem Zusammenhang jetzt auch willkommen dem Bundeslandwirtschaftsminister, der kommt auf Stichwort Christian. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, wie wir alle wissen, haben Antibiotika seit ihrer Entdeckung weltweit die Gesundheitsversorgung total verändert, verbessert. Bakterielle Infektionen, die in der Zeit vor der Entdeckung des Penicillins oftmals tödlich verliefen, können heute geheilt werden. Die Wahrheit ist aber auch, wenn man von dem geschichtlichen Thema absieht, dass Antibiotika weltweit zu häufig und oft unbegründet angewendet werden. Die Folge sind Resistenz und multiresistente Keime. Und es gibt tatsächlich nur noch wenige sogenannte Reserveantibiotika. In dem Zusammenhang ist für mich entscheidend, dass wir jedenfalls meiner Wahrnehmung nach zu wenig in die Forschung neuer antibiotischer Wirkstoffe investieren. Noch in den 50er bis hin zu den 70er Jahren wurden 10 der heute existierenden 18 Antibiotika-Klassen entdeckt. Ende der 80er kam die Forschung nach neuen Antibiotika sukzessive zum Stillstand. Erst seit kurzem gibt es wieder innovative Wirkstoffe, so zum Beispiel nach 50 Jahren wieder neue Mittel gegen Tuberkulose. Dazu gehört unter anderem Betaquilin, ein Reserveantibiotikum mit multiresistente Tuberkulose. Dieses Beispiel zeigt aus meiner Sicht das ganze Dilemma auf. Die Entwicklung dauerte über 10 Jahre und dennoch lassen sich mit diesem Arzneimittel keine hohen Gewinne, keine hohen Renditen erwirtschaften. Der Packungspreis liegt bei 720.000 Euro, aber in Deutschland erhalten wegen der begrenzten Indikation, Gott sei Dank begrenzten Indikation,
nur weniger als 100 Patienten das Medikament. Kann man relativ schnell ausrechnen, wie problematisch es ist, ein solches Mittel zu entwickeln, in Forschung zu investieren und wie schwierig die Rückflüsse dann am Schluss tatsächlich kommen. Die Ungleichgewichte in der Forschung werden deutlich, wenn man sieht, dass derzeit fast 800 Krebsmedikamente allein bei den amerikanischen Herstellern in der klinischen Erprobung sind. 800 Krebsmedikamente. Hingegen liegt die Zahl potenzieller neuer Antibiotika bei nur 41 und das weltweit. Wir brauchen deshalb ein innovationsfreundliches Klima und Anreize, damit auch neue Arzneimittel entwickelt werden, die keine hohen Gewinne versprechen. Das ist die eigentliche politische Herausforderung an dieser Stelle. Umso mehr freut es mich, dass der Verband Forschender Arzneimittelhersteller kürzlich bekannt gegeben hat, seine Mitgliedsunternehmen hätten ihre Forschungsaktivitäten zur Entwicklung neuer Antibiotika längst verstärkt. Bis Ende des Jahrzehnts werde mit insgesamt 14 neuen Antibiotika gerechnet. 4 neue Medikamente seien bereits zugelassen worden. Eine wesentliche Ursache für die Entwicklung resistenter Keime, meine Damen und Herren, sind Infektionen, die anlässlich einer stationären Krankenhausbehandlung auftreten. Schätzungen zufolge infizieren sich deutschlandweit jährlich 400.000 bis 600.000 Patienten bei einer stationären Behandlung. 7.500 bis 15.000 Menschen sterben jährlich daran. Im Vergleich hierzu liegt die Zahl der Verkehrstoten jährlich bei etwa 3.400 mit sinkender Tendenz. Nun ist es eine Verkürzung der Vergleich. Ich bitte, den nicht misszuverstehen. Aber es zeigt ganz deutlich, dass hier Aktivität geboten ist. Der Anteil an resistenten Erregern ist in den zurückliegenden Jahren tatsächlich gestiegen und stagniert auf einem sehr hohen Niveau. Jede zusätzliche Infektion, meine Damen und Herren, bedeutet eigentlich zunächst mal Leid für den Patienten. Ich sage das immer ausdrücklich, weil das unser eigentliches politisches Thema ist. Erst danach kommt die Frage, was kostet das? Und die Kosten sind auch erheblich. Das sind bis zu 10.000 Euro zusätzlich an Behandlungskosten, die in einem Fall solcher Infektionen auftreten. Vor diesem Hintergrund bin ich der Auffassung, dass wir für den Erhalt und die stete Verbesserung der Hygienesituation an unseren Krankenhäusern ein gemeinsames und zielgerichtetes Handeln brauchen. Ein Teil dieser Infektionen ist durch geeignete Präventionsmaßnahmen vermeidbar, eben aber nur ein Teil. Und das ist der Grund, meine Damen und Herren, warum sich diese Thematik der Krankenhausinfektion nicht zur Skandalisierung durch die Medien eignet, auch wenn die das gelegentlich tun, weil sie ja jeden Tag eine neue Schlagzeile brauchen. Der Hygieneexperte Professor Daschner weist darauf hin, dass eben nur 30% aller Krankenhausinfektionen vermeidbar sei. 70% im Umkehrschluss sind Tribut an eine moderne, lebensrettende Medizin. Und das ist klar, wenn man sich vorstellt, dass Haut und Schleimhäute nicht mit Desinfektionsmitteln behandelt werden können, dann ist es logisch, dass das nicht am Schluss etwas ist, was man nur mit Hygiene bekämpfen kann. Und natürlich geht es auch um die moderne Medizin, um das, was möglich ist, wenn Sie sich vorstellen, Leukämie vor 40 Jahren absolut tödlich, heute durch Transplantation von Knochenmark heilbar, aber natürlich nur, wenn man das Immunsystem entsprechend aktiv schwächt, was dazu führt, dass die Krankenhausinfektionsrate in solchen Fällen bei etwa 50% liegt. Die Politik kann und sollte auch nur dort eingreifen, wo vermeidbare Mängel bestehen. Die Auseinandersetzung mit den Infektionsraten muss deshalb vor allem in den Krankenhäusern bzw. in den medizinischen Abteilungen und auf den pflegerischen Stationen erfolgen. Nur können die richtigen Schlüsse in Bezug auf mögliche Konsequenzen gezogen werden. Dazu brauchen wir noch mehr Ärzte und Krankenschwestern, die in Hygienefragen gut ausgebildet und qualifiziert sind. Ich begrüße auch ausdrücklich, dass von verschiedener Seite immer wieder konstruktive Anregungen gemacht werden. Zum Beispiel ein MRSA-Screening bei medizinischem Personal der Krankenhäuser und bei den zur operativen Behandlung vorgesehenen Patienten. Oder die Vorgabe, dass bestimmte hochwirksame, innovative Antibiotika nur gemeinsam mit hochspezialisierten Ärzten verordnet werden dürfen. Für solche
Fragen, Vorschläge sollten wir aus meiner Sicht offen sein. Dagegen habe ich klare Vorbehalte gegen Forderungen nach neuen gesetzlichen Regelungen. Gesetzgeberischer Aktionismus wäre aus meiner Sicht unangebracht, denn wir haben keinen Mangel an gesetzlichen Vorgaben, bestimmt, lieber Hermann Gröhe, nicht im Gesundheitsbereich, sondern es wäre schön und schon viel damit gedient, wenn die vorhandenen Regelungen beachtet und umgesetzt würden. Meine Damen und Herren, das Problem der Antibiotikaresistenz bedarf eines komplexen und auch eines internationalen Ansatzes. Das machen die Befunde zur Antibiotikaresistenz in der Tiermast und die zum Teil erhebliche Verbreitung von resistenten Bakterien in bestimmten Regionen der Welt deutlich. In vielen Ländern sind die Infektionsraten deutlich höher als in Deutschland. Und häufig werden resistente Keime von aus solchen Regionen zurückkehrenden Urlaubern nach Deutschland verschleppt. Auch das zeigt, dass es ein Problem ist, das man nicht national angehen kann. Und ein Podiumsteilnehmer, der heute auch da ist, hat mir beim Vorgespräch gesagt, im Ganges sei mittlerweile im Übrigen die Antibiotikakonzentration so hoch, dass das Bad darin nicht nur eine rituell heilende Wirkung haben könnte. Also auch da tut sich einiges, was uns beunruhigen sollte. Ziel unserer Politik muss es sein, die Verwendung von Antibiotika in der Human- und Veterinärmedizin auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren, um die Wirksamkeit dieser wichtigen Stoffe auch in Zukunft beizubehalten und die Behandlung schwerer Erkrankungen weiterhin auf gewohnt hohem medizinischen Niveau zu ermöglichen. Die Bedeutung dieser Aufgabe, die einen globalen und einen interdisziplinären Ansatz erfordert, ist inzwischen allgemein anerkannt und hat auch dazu geführt, dass sie in den letzten Wochen und Monaten auf vielen internationalen Ebenen, zum Beispiel bei der WHO oder beim G7-Gipfel, thematisiert wurde. Mit unserer heutigen Fraktionsveranstaltung wollen wir die Vielschichtigkeit des Themas abbilden und die zwischen den verschiedenen Politikfeldern teilweise kontrovers geführte Debatte zu den Ursachen versachlichen, auch indem eine gleiche Informationsbasis geschaffen wird. Ich sage das ganz ausdrücklich, weil das wichtig ist. Es hilft niemand, wenn die einen auf die Humanmedizin und die anderen auf die Tiermedizin zeigen. Wir haben ein gemeinsames Problem, eine gemeinsame Verantwortung, und die müssen wir, meine Damen und Herren, auch gemeinsam lösen. Im Ergebnis wollen wir aufzeigen, dass ein akuter Handlungsbedarf in allen medizinischen Bereichen besteht und alle Beteiligten entsprechend sensibilisiert werden müssen. Dazu müssen auch der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit in der Sektoren Humanmedizin und Veterinärmedizin verbessert werden. Die Veranstaltung soll auch Antworten auf einzelne Aspekte wie dem Ausbau der Surveillance-Systeme, Verbesserung im Arzneimittelgesetz hinsichtlich des Einsatzes von Reserveantibiotika und Stärkung der Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern geben. Außerdem wollen wir diskutieren, inwieweit Forschungsanreize für die Arzneimittelhersteller zur Entwicklung neuer und wirksamer Antibiotika erforderlich sind. Ich freue mich deshalb auf eine interessante und informative Veranstaltung, auf gute Diskussionen und gebe hiermit das Wort an den Bundesgesundheitsminister. Vielen herzlichen Dank. Lieber Georg Nüßlein, liebe Gitta Konnemann, Kollege Christian Schmidt, lieber Christian, meine Herren auf dem Podium, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, verehrte Gäste dieser Veranstaltung der Unions-Bundestagsfraktion. Ich freue mich über Ihr Interesse, denn mit Interesse für dieses Thema beginnt gleichsam schon die Arbeit an seiner klugen Bewältigung. Als die Staats- und Regierungschefs im bayerischen Elmau zusammenkamen und im Vorfeld dieses Gipfels die Berichte beschrieben, dass auf der Tagesordnung dieser Staats- und Regierungschef das Thema Antibiotikaresistenz steht, da hat mancher, oha, ist das auch ein Problem, reagiert. Und das zeigt, dass diese Diskussion sehr lange in unserem Land, in vielen Ländern, vielleicht mit einer gewissen Ausnahme in der EU, mit Großbritannien, wo es stärker auch öffentliches Thema ist, eher ein Expertenthema, ein Thema ist, das in den Kreisen der Gesundheitspolitik, natürlich der Medizin, der Tiermedizin,
der Landwirtschaftspolitik, der Forschungspolitik erörtert ist, aber öffentlich nicht die Aufmerksamkeit erfährt, die es meiner Überzeugung nach braucht, weil es eben, und das denke ich, wird dieser Tag auch deutlich machen, Antworten gibt, die sehr beim Verhalten des Einzelnen auch ansetzen. Also ein Problem, das eher schleichend zunimmt. Ich habe es bewusst einmal mit dem Klimawandel verglichen, weil auch der nicht ein eruptives Schadensereignis, den Vulkanausbruch, das Erdbeben kennt, sondern schleichend eine Entwicklung eintritt, die dann möglicherweise dramatische Folgen hat, wenn man ihr nicht rechtzeitig Einhalt gebietet. Und davor stehen wir, wenn wir uns der Frage stellen, in welcher Weise der wichtigsten Waffe gegen Infektionskrankheiten, Antibiotika, plötzlich durch eine fortschreitende Resistenz, der die Wirksamkeit entzogen würde. Wir gleichsam im Vorpenicillin-Zeitalter aufwachten mit dramatischen Konsequenzen heute heilbarer Erkrankungen oder Narben oder anderen Infektionsrisiken. Seit über 100 Jahren kennen und verwenden wir Antibiotika. Bevor Alexander Fleming 1928 das Penicillin entdeckte, beschrieb der französische Militärarzt Ernest Duchesne bereits Ende des 19. Jahrhunderts in einer Doktorarbeit seine Beobachtung über die Wirkung von Schimmelpilzen gegen Bakterien. Als erstes am Menschen eingesetztes Antibiotikum gilt heute das von Paul Ehrlich 1910 entdeckte Salvarsan, eine heilende Arsenverbindung, die damals gegen Syphilis eingesetzt wurde. Den Wissenschaftlern Ernst Boris Chain und Howard Florey gelang Anfang der 40er Jahre, den von Alexander Fleming entdeckten natürlichen Wirkstoff Penicillin in reiner Form und in größeren Mengen herzustellen. Seitdem haben die Antibiotika eine enorme Bedeutung gewonnen in zahlreichen Bereichen der Humanmedizin, der Tiermedizin. Penicillin und Co. töten Bakterien oder verhindern deren Vermehrung. Sie greifen Zellwände, den Stoffwechsel oder die Erbsubstanz der Bakterien an. Die Liste der Krankheiten, die heute dank Antibiotika behandelt werden können, ist lang und wurde in den Jahren immer länger. Sie haben entscheidend dazu beigetragen, Infektionskrankheiten erfolgreich zurückzudrängen. Aber zugleich gilt eben auch, dass bei vielen operativen Eingriffen selbstverständlich der vorbeugende Einsatz von Antibiotika eine Voraussetzung ist, erfolgreich reoperieren zu können. Dass die Zunahme von Resistenzen ein natürlicher Vorgang ist, ist das eine. Immer deutlicher wurde und wird jedoch, dass übermäßiger und unsachgemäßer Gebrauch von Antibiotika diesen Prozess maßgeblich ja dramatisch beschleunigen kann. Werden Antibiotika ohne Not vom Arzt verordnet oder vorzeitig abgesetzt, ist das für die Bakterienstämme gleichsam so etwas wie ein lehrreiches Überlebenstraining. Resistenzen entstehen und altbewährte wie neue Antibiotika verlieren ihre Wirksamkeit. Ein Bericht des United Kingdom Antimicrobial Resistance Review Teams schätzt, dass bei einem gleichbleibenden Anstieg von resistenten Krankheitserregern aller Art 2050 jährlich bis zu 10 Millionen Todesfällen und zu kumulativen Kosten von 100 Billionen US-Dollar führen könnte, dass dieser Bericht von mir eingangs schon mit dem Hinweis auf die wesentlich intensivere, auch öffentliche Debatte in Großbritannien dort entsprechend eingeschlagen hat, können Sie sich vorstellen. Es ist gleichzeitig ein Appell, diesen gleichbleibenden Anstieg eben durch rechtzeitiges, durch entschiedenes Verhalten entgegenzuwirken. Erschwerend für die Entwicklung beschleunigten Resistenzzunahme ist der Rückgang der weiteren Entwicklung und Forschung im Bereich der Antibiotika. Georg Nüsslein ist darauf eingegangen, dass in den vergangenen zwei Jahrzehnten keine wesentlichen neuen Klassen von Antibiotika entwickelt wurden. Zudem gilt, und ich denke, das werden wir heute im Podium auch noch einmal vertiefen, dass die Entwicklung von Antibiotika mit neuen Wirkmechanismen wissenschaftlich immer schwieriger und auch immer kostenintensiver wird. So benötigt man geschätzt bei der Erforschung neuer Antibiotika 5-mal mehr Versuche, um einen Treffer zu erhalten, als bei anderen Arzneimitteln.
Dieser hohe Aufwand bei der Erforschung und Entwicklung und der im Vergleich dazu geringen Aussichten auf Gewinn angesichts der Mahnung, doch bitte erstens neue Produkte zu entwickeln, diese dann aber möglichst zurückhaltend einzusetzen, hat dazu geführt, dass dies gleichsam wenig als Businessmodell attraktiv ist. Es war bezeichnend, dass jemand wie David Cameron, ohne Zweifel ein Marktwirtschaftler von Market Failure, in diesem Zusammenhang spricht, aufgrund dieses Mechanismus hoher Entwicklungskosten bei gleichzeitiger Mahnung, ein erfolgreiches Produkt möglichst zurückhaltend einzusetzen. Wir haben in der bundesdeutschen Politik auf den so beschriebenen Prozess durchaus reagiert. Ein wichtiger Schritt war die deutsche Antibiotikaresistenzstrategie des Jahres 2008, mit der wichtige Schritte im Human- und Veterinärmedizinischen Bereich eingeleitet wurden. Darüber hinaus wurde vor 4 Jahren das Infektionsschutzgesetz deutlich verschärft. Georg Nüßlein sprach es an. Das eine sind die Normen, das andere sind deren Durchsetzung, ja vielfach auch ein dafür notwendiger Kulturwandel in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Dennoch gibt es erste Erfolge wie einen spürbaren Rückgang von MRSA-Infektionen. Diese dürfen uns aber nicht ruhen lassen. Es ist noch wahrlich viel zu tun. Und deswegen bin ich Kollegen Christian Schmidt, aber auch Kollegin Johanna Wanka dankbar dafür, dass wir in Zusammenarbeit die Strategie 2020 entwickelt haben, die diesen sektorübergreifenden Ansatz noch einmal deutlich unterstreicht. Dazu gehört die Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen der Human- und Veterinärmedizin. Ziel ist der international One Health Approach genannte Ansatz, gemeinsam die Herausforderungen im Bereich der Human- wie der Tiermedizin anzugehen. Und ich begrüße es ausdrücklich, dass unsere Fraktion dies auch in dieser Weise als ein Anliegen der Gesundheitspolitiker wie der Politikerinnen und Politiker aus dem Bereich Ernährung und Landwirtschaft anzusehen. Gerade im Bereich der Infektionskrankheiten werden Tiere und Menschen oft von denselben Krankheitserregern infiziert und mit denselben Antibiotika behandelt. Gerade deswegen ist ein übergreifender Ansatz erforderlich, um Resistenzen wirksam entgegenzuwirken. Wir brauchen bestmögliche Information der Bevölkerung über Antibiotikaresistenzen, aber auch über die Hygienequalität von Krankenhäusern. Wir brauchen schließlich eine Aufklärung und eine Bewältigung von Wissenslücken schon bei der eigenen Nachfrage, dass Eltern nicht bei jeder vermuteten Erkältung gleich nach Antibiotika fragen, solange die Ärztin, Arzt beschimpfen, bis sie die auch bekommen. 2 Tage später, nach offenkundigem Erfolg dieser Therapie, glauben sie, sei umgehend abzubrechen und damit erstens unnütz, aber zweitens nicht sachgemäß und damit eben in bedenklicher Weise auch Resistenzen fördernd diese Dinge eingesetzt haben. Aber es gilt in gleicher Weise die Notwendigkeit entsprechender Weiterbildung in allen Bereichen unseres Gesundheitswesens, die hier auch aufklärend, verschreibend oder in anderer Weise tätig werden können. Georg Nüßlein hat die Frage angesprochen, wie schaffen wir ausreichend Anreize für mehr Forschung? Wir haben im Rahmen des Pharma-Dialogs, der von Kollegin Wanka, Herrn Gabriel und mir verantwortet wird, die Unterarbeitsgruppe Antibiotika gegründet, die Vorschläge erarbeitet, die genau darauf zielen, nicht wie können wir eine neue Überschrift finden, weil es um Subventionen geht, sondern wie können kluge Anreize in den unterschiedlichsten Fragen von Zulassungsverfahren, Patentschutz, Amortisierung von Forschungskosten, Zusammenarbeit von staatlichen und privatwirtschaftlich betriebener Forschung, wie kann dies aussehen, damit wir zu einer stärkeren Forschung in diesem Bereich kommen. Das Thema Krankenhaushygiene ist angesprochen worden. Wir können und wollen uns mit den genannten Zahlen nicht abfinden. In einem hochmodernen Gesundheitswesen sind die vermeidbaren Infektionen durch Anstrengung aller Beteiligten auch tatsächlich zu vermeiden. Wir wissen, dass diese Risiken übrigens nicht nur von Patientinnen und Patienten oder dort Tätigen, sondern auch von Besucherinnen und Besuchern ins Krankenhaus hineingetragen werden. Also ja, da nicht auf gleichsam die Patientinnen und Patienten warten, sondern hineingetragen werden. Deswegen alle Menschen adressiert werden müssen, die beispielsweise sich auch als Besucherinnen und Besucher in unseren Krankenhäusern aufhalten. Der 10-Punkte-Plan, den in diesem Jahr das Bundesgesundheitsministerium zum Thema Krankenhaushygiene vorgestellt hat, ist deswegen ein wichtiger Bestandteil unserer Antibiotikaresistenzstrategie. Er sieht die Durchsetzung der vorhandenen Normen
vor und dazu gehören auch strengere Meldepflichten, damit schneller auf das Auftreten resistenter und gefährlicher Erreger reagiert werden kann. Außerdem fördern wir ambulante Screenings vor planbaren Krankenhausaufenthalten, indem wir entsprechende Modellprojekte erproben, mit dem Ziel, dies auch für die Weiterentwicklung der Empfehlungen zum Screening zu nutzen. Das Robert-Koch-Institut, hier durch seinen Präsidenten vertreten, unterstützt regionale Netzwerke zwischen Ärzten, Krankenhäusern, Gesundheitsämtern im Hinblick darauf, auch vor Ort entsprechend die Maßnahmen zur Umsetzung der Vorgaben auch tatkräftig anzugehen. Hygieneförderprogramm. Es ist angesprochen, die Notwendigkeit von entsprechend ausgebildetem Personal. Bis 2016 wird entsprechende Zusatzausbildung und Einstellung von Hygienepersonal mit 65 Millionen Euro, also durchaus spürbar gefördert. Meine Damen, meine Herren, ein Problem, das sozusagen in der Kinderarztpraxis oder auf einem Bauernhof in Deutschland eine Rolle spielen kann, aber das nicht und das deswegen vor Ort bei uns Antworten erfordert und zugleich eins, das in besonderer Weise zeigt, Gesundheit muss man global denken. Es ist keine Frage, dass nicht nur Krankheiten anderswo uns bedrohen können, sondern dass auch Therapien bei uns ihre Wirksamkeit verlieren können durch Fehlentwicklung anderswo. Deswegen war es so wichtig, zu drängen, dass dieses Thema international eine stärkere Rolle spielt. Im Mai des vergangenen Jahres hat die Weltgesundheitsversammlung, die WHO, beauftragt, einen globalen Actionplan zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen zu erarbeiten. Der ist in diesem Mai beschlossen worden bei der WHA in Genf. Und die Bedeutung dieser Fragen wurde dadurch unterstrichen, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel erstmalig als Regierungschefin oder Regierungschef Deutschlands bei der Eröffnung der WHA gesprochen hat und dabei auch diese Fragen internationaler Gesundheitszusammenarbeit unterstrichen hat. Denn es ist in der Tat unser Anliegen, auch jenen Ländern, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, wirksam beispielsweise die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen zu überwachen, beispielsweise den sachgerechten Gebrauch von Antibiotika durch ein Basisgesundheitssystem sicherzustellen, etwa durch Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Hier kommt dann auch der Kollege Gerd Müller mit der Gesundheitszusammenarbeit im Rahmen der Entwicklungspartnerschaften zum Tragen, zu helfen, hier auch tatsächlich entsprechende Voraussetzungen zu schaffen. Länderpartnerschaften fördern wir auch im Rahmen der sogenannten Global Health Security Agenda, zu der ein von Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Kanada und Deutschland zusammengetragene Aufgabe gehört, anderen Partnerländern zu helfen, entsprechende Vorkehrungen zu schaffen. Das geschah etwa bereits im Hinblick auf deutsche Unterstützung für Armenien und auch im Hinblick auf Turkmenistan befindet sich eine entsprechende Arbeit im Aufbau. Und wenn Sie sich die Frage ansehen von Multiresistenza TB, von Zentralasien über Osteuropa näher an uns als vielen bewusst ist, dann wird es deutlich, wie wichtig es ist, hier zu helfen, gleichzeitig auch Standards zu setzen. Deswegen haben die G7-Länder sich darauf verständigt, im Rahmen des Gipfels in Elmau auch dem Thema Verschreibungspflicht bzw. veterinärmedizinisches Äquivalent beim Umgang mit Antibiotika einen deutlich größeren Stellenwert einzuräumen. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen Gesundheitsminister für Anfang Oktober nach Berlin aus den G7-Staaten eingeladen, um dann zu besprechen, wie wir die nächsten Schritte nach diesem Gipfelbeschluss umsetzen. Zusammengefasst, dies ist eine Aufgabe von nationaler wie internationaler Dimension, eine, die den Einzelnen als Nachfragenden von Arzneimitteln, wie die Ärztin den Arzt als Verschreibenden von Arzneimitteln, genauso meint wie die Aktiven in der Landwirtschaft, seien es die Bäuerinnen und Bäuer oder die Tierärztinnen und Tierärztinnen. Die Forschungspolitik fordert nicht nur im Hinblick auf neue Antibiotika, sondern auch im Hinblick auf Alternativtherapien, auch im Hinblick auf schneller wirkende Diagnostika, damit der Fehlgebrauch deutlich schneller vermieden oder Alternativtherapien eingeleitet oder Antibiotika eben zielgerichteter unter Verzicht beispielsweise auf Breitbandantibiotika eingesetzt werden können. Eine Querschnittsaufgabe also, die uns alle fordert, die aber dringlich ist und die jetzt angepackt werden muss. Und dass wir die Strategie
in der Bundesrepublik Deutschland in der Woche vor der Beschlussfassung des internationalen Aktionsplans verabschiedet im Kabinett macht deutlich, dass wir hier gemeinsam Vorreiter sein wollen. Ich danke der Unionsfraktion, dass sie diesen Prozess in dieser Weise aktiv mit vorantreibt. Herzlichen Dank. Ja, lieber Hermann Gröhe, wir danken für die Worte und dafür, dass du das als gemeinsame Herausforderung dargestellt hast. Und zu dieser gemeinsamen Herausforderung wird jetzt der Bundeslandwirtschaftsminister was sagen. Liebe Kollegin Konnemann, lieber Kollege Nüßlein, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Kollege Hermann Gröhe, in der Tat haben wir einen wichtigen Schritt gemacht. Wir sind aus den einzelnen Parzellen unserer Politik und aus den Parzellen der Betrachtung heraus in eine gemeinsame, vernetzte Strategie gekommen. Der Weg dorthin war nicht ganz einfach, denn die unterschiedlichen Fakultäten hatten durchaus auch eine unterschiedliche Bewertung über Ursachen, über Konsequenzen und Notwendigkeiten für die Bekämpfung dessen, was man als gemeinsames Problem sieht und sehen muss, nämlich der aus dem starken Gebrauch von Antibiotika resultierenden Resistenzen, manchmal unverantwortlichen Gebrauch, ohne dass ich jetzt, Herr Montgomery, unsere private Konversation wiedergeben darf. Sie haben mir gerade ein Bild gezeigt aus einer Apotheke in einem Land, einem Eine-Welt-Land in Asien, bei dem man fragen muss und sehen muss, dass da vermutlich ohne Konsultation halt mal gerade so verkauft wird und was dann da drin ist, keiner so genau weiß. Wir sind seit G7, dem Gipfel auf Schloss Elmau, auch einen Schritt weitergekommen. Die Thematik der Antibiotikaresistenzen international zu platzieren. Auch dieses ist nicht einfach und nicht einfach gewesen. Wir könnten davon mehr berichten. Ja, selbst innerhalb von 7 wichtigen Industriestaaten ist es nicht so, dass die Zielsetzungen von Anfang an konvergent bewertet und positioniert waren. Das ist gelungen und da sind wir sehr dankbar dafür. Der Blick auf unser Land zeigt mit den mir zur Verfügung stehenden Zahlen, dass etwa 2/3, 64% der Verbraucher das Thema beunruhigt. Das war hier vor kurzem eine Untersuchung. Als Ursache für die Entstehung und Ausbreitung von Resistenzen wurden in derselben Studie von der Mehrheit der Befragten der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung genannt. Herr Professor Hensel, der die Untersuchung zu verantworten hat, kann da sicherlich noch etwas dazu sagen. Die für Infektionen bei Menschen besonders bekannten Erreger, die MRSA-Keime, stammen demgegenüber nur zu einem geringeren Teil aus der Tierhaltung. Das sind 5%, aber keine Angst, ich will jetzt hier keine Aufrechnungen betreiben. Ich will nur damit darstellen, dass auch die Information und Kenntnis über Ursachen und Zusammenhänge noch verbesserungsbedürftig ist. Und der Politiker, der dann insbesondere im Kommunikativen seine Erfahrungen macht, der kann davon berichten, dass er vor kurzem der hier am Pult stehende Politiker eine Pressekonferenz mit einer anderen wichtigen politischen Persönlichkeit auf Landesebene gemacht hat, wo dann das Zitat aus der Welt, die von den 25.000 Toten gesprochen hat, die dann gerade mal auf die Agrarwirtschaft übertragen worden waren. Ich habe mir dann erlaubt, darauf hinzuweisen, dass die Ursachen, vorsichtig gesagt, sehr vielfältig sind und im Wesentlichen dann doch auch Fragestellungen an den humanmedizinischen Bereich mitgeben. Das will nur sagen, dass wir erst dabei sind, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Und ich bin
Hermann Gröhe sehr dankbar, dass wir in dieser Bundesregierung das ganz dezidiert, den One Health-Ansatz in den Vordergrund stellen. Denn umgekehrt kann es natürlich nicht sein, wenn man solch ein Thema angehen, lösen, moderieren, strukturieren, reduzieren will, dass jeweils der eine im Garten des anderen schaut, was denn da blüht und wächst und zu tun wäre und zu behandeln wäre. Die öffentliche Debatte muss also hier auch in eine stärkere Bewusstseinsbildung mit eingehen, übrigens auch Teil unserer DART-Strategie, die versucht auch Bewusstsein zu schaffen, denn das sei mir gestattet, sozusagen ein Blick auf andere Gärten, Hermann, du hast das angesprochen, man darf ja nur nicht unterschätzen, und dass der Druck derer, die die potenziellen Nutzer und Konsumenten sind, auch sehr groß ist und eine wichtige Rolle spielt. Deswegen reicht es nicht nur auf Fachseite und politischer Seite zu strukturieren, sondern wir sind gefordert, dass wir auch informieren und Verständnis und Zurückhaltung erzeugen. Das ist bei der Landwirtschaft ein ebenso wichtiger Punkt. Auch hier geht es um öffentliche Debatte und Bewusstseinmachung. Ich denke, dass wir in diesem Bereich allerdings sehr viel weitergekommen sind. Das ist eine der Botschaften, die auch der Deutsche Bundestag immer wieder unterstreicht. Ich komme gerade zurück vom Erfurt, vom Deutschen Bauerntag. Auch dort war festzustellen, dass dieses Thema der resistenten Keime in Antibiotika und in der Tierhaltung eine wichtige Rolle und Bewusstseinsbildung spielen. Wir wissen um die öffentliche Dimension, aber natürlich geht es auch um die Gesundheit der Tiere in den Betrieben und es geht auch hier um wirtschaftliche Grundlagen. Die Erkenntnis, dass Antibiotikaresistenzen die öffentliche Gesundheit und die landwirtschaftliche Produktivität bedrohen, ist uns nicht über Nacht erwachsen. Etwa ab Mitte der 90er Jahre wurde dem Phänomen der Antibiotikaresistenz zunehmend auch hier Beachtung geschenkt. Besonders im Veterinärbereich und in der Landwirtschaft haben wir früh die Zeichen der Zeit erkannt und Vorschriften erlassen. Seit 2002 können Arzneimittel für Tiere nur abgegeben werden, wenn die zu behandelnden Tiere vor Verschreibung bzw. Abgabe eines Arzneimittels von einem Tierarzt untersucht worden sind. Außerdem ist sichergestellt, dass für Tiere, die Produkte für unsere Ernährung liefern, keine größeren Mengen von Antibiotika verschrieben werden. Das ist nebenbei bemerkt übrigens auch einer der Punkte, wo wir nicht hundertprozentige Einigkeit in der Herangehensweise mit allen anderen Ländern haben, um das ganz vorsichtig diplomatisch zu nennen. Und wir sehr dankbar sind, Hermann Gröhe und ich, dass die Kanzlerin diesen Punkt beim G7-Treffen eben dezidiert auf der Tagesordnung mitgelassen hat und umgesetzt hat. Wir haben bei uns die Sicherstellung, dass nur für 7 Behandlungstage verschrieben oder abgegeben werden darf und der Tierarzt für weitere Behandlungen erneut hinzugezogen werden muss. Der Tierhalter darf also keine Notfallapotheke vorhalten und nach Gutdünken seiner Tiere behandeln. All dies ist bereits vor mehr als 10 Jahren im Arzneimittelgesetz im AMG geregelt worden. Wir haben zwischenzeitlich noch für mehr Transparenz gesorgt. Ich will darauf hinweisen, dass wir ja seit 2011 wissen können, wie viel Antibiotika jährlich von Großhändlern und pharmazeutischen Unternehmen an Tierärzte abgegeben werden. Jetzt hält sich hartnäckig das Gerücht, Antibiotika würden als Wachstumsförderer in der Tierhaltung verabreicht. Doch seit 2006 haben wir ein EU-weites Verbot für antibiotische Leistungsförderer, ein Verbot, das wir auf internationaler Ebene umsetzen und verbreitern wollen. Und deswegen, was die Diskussion über TTIP betrifft, beispielsweise hier kein Kompromiss gefunden werden kann. Wir müssen und werden an diesem Verbot der Nutzung von Antibiotika als Leistungsförderer, als Wachstumsförderer festhalten und hoffen, den Partner eher von unserer Überzeugung zu gewinnen. Aber wie immer es auch sei, Europa bleibt bei seiner dezidiert klaren Linie. Meine Damen und Herren, Antibiotika sind eine der herausragenden Errungenschaften der Menschheit. Wir haben es gehört,
seit Paul Ehrlich und Fleming. Und wir wissen auch, dass wir dieses Gut erhalten wollen und ja nicht in die Vor-Fleming-Zeiten zurückfallen wollen. Deswegen muss man strategisch an die Frage der Erhaltung herangehen. Die Regelungen bei der Kontrolle der Antibiotikaabgabe in der Tierhaltung sind teilweise sehr detailliert und auch komplex. Ich sehe auch die Politik deswegen in der Pflicht, dass der bürokratische Aufwand auf das wirklich Notwendige reduziert. Denn es gibt eine Erkenntnis, die sagt, je größer der bürokratische Aufwand ist, desto eher besteht die Tendenz, unterhalb der Schwelle der Kontrolle dann doch durchrutschen zu wollen. Deswegen ist das nicht trivial. Wir müssen uns gleichzeitig immer wieder in Erinnerung rufen, dass es hier um ein wirklich hohes Gut geht. Deswegen die DART-Strategie, die bereits genannt worden ist, die wir von 2008 an haben und jetzt erneuert und verbessert und ergänzt haben. Lassen Sie mich in diesem Ansatz kurz berichten, was wir in der Umsetzung der DART 2020-Strategie aus der 16. AMG-Novelle herausnehmen. Wir haben die gestrigen Grundlagen hier im vorletzten Jahr geschafft. So konnten wir im letzten Jahr den Grundstein für ein staatlich kontrolliertes Benchmarking-System mit bundesweiter Ermittlung von Kennzahlen zur Therapiehäufigkeit von Masttieren legen. Damit können wir erstmalig die Betriebe bundesweit hinsichtlich der Häufigkeit ihres Antibiotikaeinsatzes vergleichen. Wie funktioniert dieses Benchmarking? Alle Halter von zur Mast gehaltenen Rindern, Schweinen, Hühnern und Puten melden den Einsatz von Antibiotika bei ihren Tieren an eine staatliche Datenbank. Aus diesen Meldungen wird für jeden Betrieb und jede Tierart berechnet, wie häufig die Tiere im letzten Halbjahr im Durchschnitt mit Antibiotika behandelt worden sind, also die sogenannte Therapiehäufigkeit. Tierhalter können sich so vergleichen und ihren Antibiotikaeinsatz kritisch überprüfen. Über abgestufte Maßnahmen können sie die Gesundheit ihrer Tiere verbessern und dadurch auch den Antibiotikaverbrauch senken. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Vorbeugung von Krankheiten und der gesunden Haltung der Tiere. Gesunde Tiere benötigen keine Antibiotika. Deswegen ist parallel von meiner Seite aus auch die Diskussion um die Frage von Haltungsstrukturen und Haltungssystemen zu betrachten und wird von mir geführt, weil gute Haltung manchen Antibiotikaeinsatz reduziert oder nicht notwendig machen kann. Die zuständigen Überwachungsbehörden der Länder können die ermittelten Therapiehäufigkeiten zur Planung ihrer risikobasierten Kontrollen von Tierhaltern und Tierärzten nutzen. So greifen diese Maßnahmen ineinander und führen kontinuierlich zu einer Senkung der Antibiotikaabgaben. Die Mediane werden dann immer weiter nach unten gehen. Die ersten Vergleichszahlen liegen nun vor. Auch Kritiker, die meinen, es sei nicht aussagekräftig, spüren, dass sie vielleicht etwas sehr früh mit ihrer Kritik ansetzen. Systeme müssen erst in Schwung kommen und sind am Anfang vielleicht etwas holprig. Aber ich denke, dass wir hier bei den Landwirten mit ihrer aktiven Beteiligung auch gute Grundlagen für solch ein Managementsystem mithaben. Lassen Sie mich auf einen Bereich eingehen, der mehrfach auch bereits angesprochen worden ist, nämlich der sogenannten Reserveantibiotika in der Tiermedizin. Antibiotika, die bei Menschen und Tieren nur dann zum Einsatz kommen sollten, wenn die Standardtherapie versagt. Hier gilt es, zu einem umsichtigen Einsatz zu kommen, da Resistenzen besonders fatal wären. Ich habe in der 16. AMG-Novelle entsprechend eine Ermächtigung zur Beschränkung des Einsatzes dieser Antibiotika bei Tieren bekommen. Klar ist, Tiere müssen jederzeit die notwendige arzneiliche Versorgung erhalten. Ein Verbot von Reserveantibiotika in der Tiermedizin, ein schlichtes Verbot, wäre auf Grundlage des geltenden AMG daher wohl nicht zulässig. Und natürlich auch eine Frage, die in den Tierschutz hineinreicht. Denkbar ist jedoch eine striktere Reglementierung. Ich plane in den nächsten Monaten ein Eckpunktepapier vorzulegen, das diesen wichtigen Fragen Rechnung trägt, also das Thema der Biogramme, das Thema der Anpassung der Nutzung von Breitbandantibiotika auf die spezifischen Krankheitssituationen und Therapie. Da wird von uns eine sehr deutliche Aufforderung
nachhaltige Aufforderung kommen und eine Reglementierung, die in diesem Punkt eingreift. Ein wichtiger Baustein zur Minimierung ist die Erhaltung und Förderung der Tiergesundheit. Ich will da nochmal bei der Prävention aber darauf hinweisen, dass wir gerade hier mit meiner Initiative eine Frage der Haltung im doppelten Sinne positiv, also zum Wohl der Tiere und zum Wohl der Menschen, arbeiten wollen. Ich denke, dass wir in unseren Bereichen, die Veterinärmediziner, meine Verantwortung in meinem Ressort und die Landwirte insbesondere, einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, die Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit immer noch sehr wichtig ist. Übrigens nicht jede Studie, die vorgelegt wird, spiegelt wirklich das wider, was Realität ist. Dass nachdem dieser Bereich ein Bereich ist, der so unmittelbar jeden betrifft, spürt man, dass nahezu täglich neue Erkenntnisse kommen, die geeignet sind, in Medien die Schlagzeilen der Seite 1, 2 oder 3 zu bedienen. Bei genauerer Betrachtung stellt man da und dort fest, dass allerdings die wissenschaftliche Grundlage dafür sehr dünn, mager oder nicht vorhanden ist. Deswegen verlasse ich mich lieber auf unsere Erkenntnisse und die der Wissenschaft, um den Weg einer strikten Reduzierung von Resistenzen mitzugehen. Ja, die Veterinärmedizin, ja, die Tierproduktion hat eine Verantwortung in diesem Bereich. Ja, wir nehmen sie ernst und wir müssen daran arbeiten, dass unsere Ansätze, die wir beginnen zu verwirklichen, auch international eine Rolle spielen. Deswegen bin ich sehr dankbar. Hermann Gröhe hat darauf hingewiesen über die WHO und die WHA, dass die Welternährungsorganisation FAO vor 3 Wochen bei ihrer Versammlung in Rom, an der ich teilgenommen habe, gerade den Antibiotika-Bereich auch in ihre Programmatik mit aufgenommen hat. Es ist wichtig, hier Vernetzung zu schaffen und damit dieses weit verbreitete Thema auch weit verbreitet und gut organisiert anzugreifen. Herzlichen Dank. Ja, lieber Christian Schmidt, herzlichen Dank für deinen Vortrag. Manches von dem, was du formuliert hast, da waren sich der Hermann Gröhe und ich gerade einig, klingt auf den ersten Blick ja, sehr harmlos, aber es bedeutet unglaublichen Mut und Einsatzkraft, das umzusetzen. Ich weiß, dass du den hast und ich wünsche dir alles Gute dabei. Es geht um Vernunft, meine Damen und Herren, nämlich Vernunft sowohl bei der Humanmedizin als auch auf der anderen Seite. Und da geht es zunächst mal auf der Landwirtschaftsseite um eine ökonomische Vernunft, nicht des Landwirts, sondern des Verbrauchers. Wer glaubt, man könnte beim Discounter für 1,49 ein Hühnchen aus Freilandhaltung erwerben, das nie Kontakt mit Antibiotika haben musste, der ist einfach schief gewickelt. Das muss man auch mal in der Deutlichkeit sagen. Und vielleicht sollten die, die da das Wort führen an der Stelle, ja, die schlaue Reden führen, erstmal über das eigene Verbraucherverhalten nachdenken, dann hätte mancher Landwirt auch einen anderen Spielraum. Das wollen wir jetzt vertiefen und zwar unter der kundigen Leitung der Kollegin Konnemann, die für das Thema Landwirtschaft und Verbraucherschutz zuständig ist. Du übernimmst das Podium. Viel Spaß Ihnen allen. Ja. Vielen Dank. Ja, lieber Kollege, lieber Georg, liebe Minister, lieber Hermann Gröhe, lieber Christian Schmidt, unsere Podiumsteilnehmer, meine Damen und Herren. Tatsächlich ist dies ein Stückchen ein Novum, eine Veranstaltung, die gleich 2 Politikbereiche durchführen, nämlich auf der einen Seite unsere Gesundheitspolitiker und auf der anderen Seite die Ernährungs- und Agrarpolitiker. Aber am Ende ist es eben so, wie schon mehrfach erwähnt, wir können hier nicht in kleinen Dingen denken, sondern tatsächlich querschnittsübergreifend, denn Keime kennen keine Grenzen, kennen übrigens auch keinen Herd, an dem sie andocken können, sondern gehen auf uns alle. Wir haben hier zu tun mit einem Thema, das uns in gleicher Weise berührt. Und das machen Stichworte übrigens auch deutlich, wie beispielsweise postantibiotisches Zeitalter.
sehr reale Bedrohung für das 21. Jahrhundert oder multiresistente Keime als größte Gefahr der Menschheit. Das sind sehr drastische Worte, über die wir zurzeit sehr häufig etwas lesen, durchaus auch Szenarien, die aufrütteln und ja auch erschrecken, die allerdings nicht von irgendwelchen Science-Fiction-Erzählern stammen, sondern von ausgewiesenen Experten. Und zwar nicht nur der Weltgesundheitsorganisation oder der Charité, sondern auch der Experten, die uns gleich Rede und Antwort auch stehen werden. Und sie lassen an einem keinen Zweifel, an der Dimension des Problems. Es ist unstreitig, wir haben mit dem Thema des heutigen Tages, mit dem Thema Antibiotikaresistenzen, mit einer tickenden Zeitbombe zu tun, ohne Frage. Diese Zunahme an Antibiotikaresistenzen stellt uns vor immense Herausforderungen. Und das ist richtig, diesen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen, im Sinne einer Gesundheit, im Sinne von One Health. Und diesen Weg sind gemeinsam gegangen und das war schon wirklich vorbildlich und herausragend, unsere beiden Minister, die Sie gehört haben. Und zwar Seite an Seite miteinander, nicht gegeneinander, nicht aufeinander zeigend, sondern miteinander überlegend, was können wir gemeinsam machen. Wir übrigens auch, mit uns meine ich alle, die Tierärzte, die Ärzte, die Patienten, die Wissenschaftler, die Pharmaindustrie und am Ende auch die Politiker. Und es freut mich besonders, dass heute auch so viele Kolleginnen und Kollegen da sind, obwohl gerade die Kanzlerin redet aus dem Gesundheitsausschuss seitens unserer Fraktion, aber auch aus dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Und das zeigt eben auch die Bedeutung, die unsere Fraktion dem Thema entsprechend beimisst. Die Frage, wie wir die Wirksamkeit existierender Antibiotika sichern und ihren Einsatz ausschließlich beschränken können auf medizinisch notwendige Anwendungen und dies eben bei Mensch und bei Tier, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das wird deutlich und das kann am Ende eben nur mit einem ganzheitlichen Einsatz auch gelöst werden, dem Ansatz eine Gesundheit. Deshalb freue ich mich auch besonders, dass es uns gelungen ist, wirklich ausgewiesene und sehr prominente Vertreter heute für Sie zu bitten auf dieses Podium. Die Podiumsgäste sind bereits begrüßt worden. Wir hatten uns darauf verständigt, dass es keine großen Eingangsstatements geben soll, sondern dass unsere Gäste auf eine Eingangsfrage reagieren sollen. Und wir möchten beginnen an dieser Stelle mit dem schon erwähnten Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Professor Dr. Lothar Wieler ist Veterinärmediziner. Ich wusste nicht, ob Sie es wissen. Er hat deswegen gelernt, hat er mir gesagt, in Populationen zu denken und nicht in Individuen. Das ist vielleicht schon eine gute Herangehensweise für diesen Präsidenten dieses besonderen Instituts. Er hat promoviert am Institut für medizinische Mikrobiologie in den Bereichen Infektions- und Seuchenlehre. Er hat habilitiert im Fach Infektionskrankheit. Er ist Fachtierarzt für Mikrobiologie. Er ist in herausragender Weise qualifiziert für sein Amt, das er übrigens erst seit kurzer Zeit ausübt, nämlich seit März 2015. Heißen Sie mit mir gemeinsam willkommen, Herrn Professor Dr. Wieler. Lieber Herr Professor Dr. Wieler, wir haben heute schon sehr viel über Daten gehört, über entsprechende Fakten, über Zahlenerhebungen. Und tatsächlich ist es ja so, dass für die Beurteilung der Resistenzentwicklung diese aktuellen und repräsentativen Daten wirklich von sehr, sehr großer Bedeutung sind. Und das Robert-Koch-Institut baut ja seit 2008 ein Überwachungssystem für Antibiotikaresistenzen auf. Ziel ist es dabei, so habe ich es verstanden, kontinuierlich und flächendeckend Resistenzdaten aus dem ambulanten, aber auch aus dem stationären Versorgungsbereich zu erfassen. Und deshalb die Frage an Sie, lieber Herr Professor Wieler, wie hat sich denn nun tatsächlich die Resistenzlage in den letzten Jahren entwickelt? Ist die Lage wirklich so dramatisch, wie sie immer beschrieben wird und reicht es, wie bisher hier auch auf freiwillige Teilnahmen an der Resistenzüberwachung zu setzen?
Ja, sehr geehrte Herren Minister, sehr geehrte Mitglieder des Bundestages, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass ich an diesem Podium teilnehmen kann. Der Grund ist ganz einfach. Ich persönlich halte die Infektion mit multiresistenten oder resistenten Infektionserregern für eine der großen Herausforderungen, die wir zu meistern haben. Wenn ich Ihre Frage kurz beantworten kann, es ist so, dass wir tatsächlich versuchen, möglichst repräsentative Daten zu erlangen aus den ambulanten Bereichen, aus den stationären Bereichen, aber auch natürlich aus den Bereichen, wo Mitmenschen gar nicht in Krankenhäuser kommen, um zu sehen, welche Raten von solchen Kolonisierungen in der Bevölkerung überhaupt zu finden sind. Und wir sehen hier unterschiedliche Tendenzen. Es gibt sehr gute Daten. Wir haben seit vielen Jahren uns sehr intensiv mit MRSA beschäftigt. Das ist vielen von Ihnen sicher bekannt. Dort gibt es die umfangreichsten und besten Daten und die haben viele Anstrengungen, insbesondere auch im Bereich der Hygiene natürlich, aber auch im Bereich der Diagnostik dazu geführt, dass wir hier sinkende Zahlen haben. Das heißt also, wir haben wirklich eine sehr positive Tendenz bei den methicillinresistenten Staphylococcus aureus, die in all diesen von mir genannten Bereichen eigentlich zurückgehen. Aber ganz anders sieht es aus bei einer Reihe von anderen Infektionserregern, die uns sehr viele Sorgen bereiten. Das sind hauptsächlich gramnegative Bakterien, wie zum Beispiel ESBL-produzierende Enterobakterien oder Acinetobacter-Stämme. Hier sehen wir einfach steigende Raten. Und diese Raten sind noch nicht dramatisch. Das heißt, wenn wir die betrachten, dann sehen wir, es gibt teilweise geht es darum, dass sich Zahlen von 8% auf 14% oder von 10% auf 20% erhöhen. Aber es sind eben kontinuierlich steigende Daten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Message, die ich Ihnen geben möchte, die einfach dazu führen, dass wir Maßnahmen treffen müssen. Das Zweite ist, wenn wir die letzten 15 Jahre betrachten, sehen wir eben auch ein vermehrtes Spektrum von Erregern. Das heißt also, es ist nicht nur, dass einzelne Erreger vermehrt Resistenzen anhäufen und dann klinisch gefunden werden, sondern auch die Anzahl der Erreger, die wir sehen, nimmt eigentlich zu. Es gibt manche Erreger und manche Resistenzmechanismen, die wir bis vor wenigen Jahren in diesem Umfeld noch gar nicht gesehen haben. Also das heißt, das möchte ich ganz klar sagen, es ist wirklich eine Situation, die sehr, sehr ernsthaft betrachtet werden muss. Und ich möchte zwei Dinge sagen, um das zu unterstreichen. Wir alle nehmen natürlich wahr, dass Antibiotika genutzt werden, wenn Menschen infiziert sind oder Tiere infiziert sind. Wir können damit Infektionskrankheiten heilen teilweise. Aber etwas, was genauso wichtig ist, ist natürlich, Antibiotika sind ein systemrelevantes Medikament. Viele Errungenschaften der modernen Medizin sind ohne Antibiotika gar nicht denkbar. Wenn wir bestimmte Operationen durchführen, Transplantationen, Weichteiloperationen, je nachdem, dann stellen wir die Patienten unter einen Antibiotikaschirm. Das heißt also, viele der Möglichkeiten, die wir heute eigentlich haben, sind nur möglich, weil wir einen Antibiotikaschutz haben. Auch den gefährden wir natürlich. Ein Punkt, der sehr wichtig ist, mir auch zu verstehen, ist, wir müssen also einfach begreifen, und das müssen wirklich alle Stakeholder in dem Feld begreifen, wir müssen Respekt vor dem Einsatz von Antibiotika haben. Das heißt, in erster Linie geht es darum, dass wir eine Bewusstseinsänderung herbeiführen. Antibiotika sind günstig, pekuniär betrachtet günstig, aber sie sind eigentlich so systemrelevant, dass sie eine viel höhere Wertigkeit in dem Bewusstsein aller, die damit zu tun haben, einnehmen müssen. Das gilt für die Ärzte, Tierärzte, das gilt natürlich auch für die Patienten. Und darum bin ich sehr froh, dass in den letzten Jahren das Bewusstsein gestiegen ist. Das ist der erste Schritt zu einer verbesserten Umgangsweise mit Antibiotika. Und wenn wir jetzt davon sprechen, und dann höre ich auch auf, weil ich ja nur 5 Minuten reden darf, ich gucke auf die Uhr, wir brauchen natürlich, um das Bewusstsein zu ändern, müssen wir Daten haben, mit denen wir belegen, dass die Maßnahmen, die wir einziehen, auch wirklich hilfreich sind. Das tun wir am Robert-Koch-Institut. Wir haben eine Reihe von Instrumenten entwickelt, zusammen mit den Kollegen in den Krankenhäusern oder in Laboratorien. Das sind die Daten, die wir benötigen. Die haben eine hohe Wertschätzung, weil am Robert-Koch-Institut größere Teams von Epidemiologen die Validität der Daten überprüfen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Daten sind in einem hohen Maße so beschrieben, wie die Wertigkeit auch wirklich ist. Ja, sie sind seriös beschrieben, sie sind nicht tendenziös, sie geben Fehlermarken an. Da können wir also nachweisen, was geschieht in den Ländern. Wir sehen regionale Unterschiede dadurch auch, das ist sehr wichtig.
Und der zweite Punkt ist einfach, wir brauchen aber auch nicht nur diese Daten und wir brauchen nicht nur Weiterbildung und all die Dinge, die auch schon genannt wurden, sondern wir brauchen eben auch sozialwissenschaftliche Forschung. Denn die sozialwissenschaftliche Forschung ist die, damit wir begreifen, warum bestimmte Dinge geschehen, warum zum Beispiel Ärzte bei Atemwegsinfektionen, die eigentlich nicht besonders kritisch sind, zu häufig Antibiotika verschreiben und so. Wir müssen das verstehen. Nur wenn wir es verstehen, können wir ein Verhalten ändern. Es hilft nicht alleine, wenn wir nur ausbilden, weiterbilden, Daten präsentieren, sondern wir müssen verstehen, warum Dinge geschehen. Wir müssen das Verhalten der Menschen ändern. Wir werden sonst das Problem der Antibiotikaresistenzen kaum in den Griff kriegen und wir kriegen das nur in den Griff, wenn wir es global betrachten, weil eben diese Bakterien natürlich keinen Halt machen vor Grenzen. Und darum ist es sehr wichtig, dass die G7-Staaten das aufgegriffen haben. Wir müssen immerhin sehen, dass nur in etwa 50% der Länder weltweit überhaupt Antibiotika verschreibungspflichtig sind. Ja. Das heißt, also, es gibt viele Länder, wo Antibiotika einfach über den Counter verkauft werden. Das ist wichtig, dass das so gut wie möglich abgeschafft wird, dass es restringiert wird. Und das heißt, wir brauchen auch Pläne. Es gibt 25% der Länder haben überhaupt Pläne, um Antibiotikaresistenzen einzugrenzen. Das sind schon globale Dinge, die man mit betrachten muss. Und darum, wie gesagt, ist das für mich ein ganz zentrales Thema. Und darum bin ich auch ganz froh, dass ich heute hier an der Podiumsdiskussion teilnehmen kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank, lieber Herr Professor Wieler. Sie haben ja gleich einen ganzen Strauß an Themen auch angesprochen, die gar nicht so sehr zunächst mal in die Regulierung reingehen, sondern gesagt, wir brauchen eine Verhaltensänderung, wir brauchen eine Bewusstseinsänderung beziehungsweise auch Schärfung. Sie haben das Wort auch Wertigkeit, Sie haben Verhaltensweisen angesprochen. Wenn es um Maßnahmen im Einzelnen ginge und Sie müssten priorisieren oder eine entsprechende Wertigkeit dann doch selbst herstellen. Was wären aus Ihrer Sicht die wichtigsten Maßnahmen im ambulanten und im stationären Bereich zur Minimierung von Antibiotikaresistenzen? Wir haben im Bereich der stationären Infektion in den letzten Jahren sehr viele Maßnahmen implementiert und mit Ärzten zusammen unternommen. Sie wissen, dass die Multiresistenzen, ein Hauptproblem der multiresistenten Infektion ist natürlich das Krankenhaus, die nosokomialen Infektionen, die hier genannt werden. Das heißt, hier wurden sehr viele Maßnahmen gegriffen. Das war früher das wichtigste Feld der multiresistenten Infektionskrankheiten. Inzwischen haben wir, das heißt, das hat nach wie vor die erste Priorität. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Krankenhausinfektionen in den Griff kriegen. Die zweite Priorität ist, dass wir im ambulanten Bereich Studien durchführen, um zu verstehen, warum unter bestimmten Bedingungen Antibiotika eingesetzt werden, obwohl sie gar nicht zwingend notwendig sind. Da braucht es aber natürlich genügend Daten, um dann evidenzbasierte Maßnahmen durchzuführen. Und die müssen wir auch noch in Teilbereichen erforschen. Also die Anwendung durch Ärzte in den jeweiligen Settings, das ist das Wesentliche. Und wir müssen auf die Ärzte und aber auch auf die Patienten einwirken. Herzlichen Dank, Herr Professor Wieler. Sie geben mir damit auch gleich das Stichwort überzuleiten an unseren weiteren Podiumsgast, nämlich den Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Frank Montgomery, allgemein bekannt aus Funk und Fernsehen. Er ist selbst Facharzt für Radiologie. Er war Vorsitzender des Marburger Bundes in Hamburg, so hat er angefangen, war Bundesvorsitzender, Präsident Ärztekammer und ist seit 2011 der Präsident der Bundesärztekammer. Auch er hat schon wiederholt in Interviews darauf hingewiesen, dass Keime keine Grenzen kennen. Und ist ja auch gerade angesprochen worden oder die Ärzte, für die er steht, dass laut Herrn Professor Wieler auch noch Studien durchgeführt werden müssten, weshalb, wenn manchmal Ärzte auch Antibiotika entsprechend an. Und da haben wir ja Zahlen. In der Humanmedizin werden jährlich ca. 500 bis 600 Tonnen Antibiotika verbraucht, 80-90% davon im ambulanten Bereich. Und eine Studie der DRK Gesundheit aus 2014 hat unter anderem ergeben, dass fast 30% der Antibiotikaverordnung mit Blick auf die Diagnose fragwürdig waren. Das betrifft im Wesentlichen übrigens die Infektion der oberen Atemwege, die zu 80-90% durch Viren verursacht werden. Lieber
Herr Dr. Montgomery, was können und müssen Ärzte tun, um den unsachgemäßen Gebrauch von Antibiotika zu reduzieren? Ja, vielen herzlichen Dank, verehrte Frau Konnemann. Auch vielen Dank für die Einladung, meine sehr verehrten Herren Minister, liebe Mitglieder des Bundestages, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die 500 bis 600 Tonnen, die aus einer Publikation des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen stammen, ich kenne auch andere Zahlen, muss man so erstmal in den Raum stellen. Ich glaube, keiner von Ihnen weiß, was das wirklich bedeutet. Ich könnte jetzt als Gegenargument bringen, dass die Tierärzte, mein Freund Mantel zuckt schon, 1700 Tonnen verbrauchen. Damit können Sie auch nichts anfangen. Was wichtig ist als Datum, ist die vom European Center of Disease Control erhobene Statistik. Eben nicht. Ich komme gleich drauf. Wissen Sie, das Tonnageargument ist kalter Krieg, den brauchen wir hier nicht. Wir wollen im Grunde genommen uns mit der Sache auseinandersetzen. Ja, das wäre schön. Und dann muss man sagen, das European Center of Disease Control hat berechnet, dass wir in Deutschland mit etwa 14 Daily Delivered Doses pro 1000 Einwohner im unteren Drittel der europäischen Staaten liegen. Jetzt könnten Sie glauben, ich will damit irgendwas entschuldigen. Das ist falsch, das will ich nicht. Wir haben eine globale Aufgabe. Wir haben viel schlimmer, nicht nur eine globale Aufgabe, wir haben eine gemeinsame Aufgabe. Wir kriegen dieses Problem, da bin ich mit Herrn Wieler völlig einer Meinung und im Vorgriff auf Herrn Mantel auch mit ihm einer Meinung, wir kriegen das Problem nur gemeinsam gelöst. Alle, und zwar unter Ausschaltung dieses sogenannten Kalten Krieges. Ich möchte deswegen ausschließlich auf das eingehen, was wir Ärzte gemacht haben und was wir machen können. Ich glaube, die Hinterfragung des Verordnungsverhaltens und das von Ihnen dargestellte Problem, dass man oft unkritisch aus einer Dynamik des ärztlichen Geschehens, vor allem auch in Praxen, nicht nur in Krankenhäusern heraus, bei Infekten, wo das nicht angesagt ist, Antibiotika mitgibt dem Patienten, ist ein bekanntes Problem. Dieses Problem können wir nur lösen durch Aufklärung, durch Information. Und wir haben deswegen bei den Ärztekammern angefangen mit einer ganzen Fülle von direkt uns Ärztekammern betreffenden Dingen, wie zum Beispiel Implementierung dieser Dinge in der Ausbildung von Studenten, Implementierung der Fragen eines sinnvollen und rationalen Antibiotika-Einsatzes in der Weiterbildung all der relevanten Fächer. Und wir machen sehr viele Fortbildungsveranstaltungen, in denen wir Ärzte darüber informieren. Von ganz entscheidender Bedeutung ist aber darüber hinaus auch zum Beispiel die Entwicklung von Leitlinien, Leitlinien zum rationalen Antibiotika-Einsatz und weit darüber hinaus zum Beispiel auch Leitlinien in der Chirurgie zum rationalen, zum vernünftigen Operieren, schonenden Operieren und auch beim Operieren bereits bedenken, besonders bedenken, was dort für Infektionskomplikationen mit eintreten. Wir fordern in dem Kontext auch, dass man zum Beispiel bei dem Finanzierungssystem in Krankenhäusern darüber nachdenkt, warum wir in der Vergangenheit zunehmend mehr Lehrstühle für Krankenhaushygiene, in denen Ärzte ausgebildet werden, die wiederum die speziellen Kenntnisse haben, eingestampft werden und verschwinden. Das hat was mit dem Finanzierungssystem des Krankenhauses indirekt zu tun. Auch hier müssen wir daran denken, dass wir das wieder attraktiv machen, weil wenn wir keine Lehrstühle für Krankenhaushygiene haben, haben wir keine Krankenhaushygiene, haben wir am Ende hier zu wenig Informationen. Und wir müssen auch darüber nachdenken, ob der öffentliche Gesundheitsdienst, der hier große Aufgaben hat, warum hat der solche Probleme, Nachwuchs zu bekommen? Das hängt mit tariflichen Bedingungen zusammen, weil dort schlechter bezahlt wird als im Krankenhaus. Das sind alles einzelne Details und ich bitte Sie, das jetzt alles nicht als Kritik oder Kriegserklärungen oder sowas zu betrachten, sondern als Probleme, die wir angehen müssen, die wir in dem Kontext sehen müssen und die wir irgendwie auch lösen müssen. Unsere zentrale Aufgabe bei den Kammern ist also die Bildungsaufgabe. Wir müssen den Menschen diese Bildung vermitteln über Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung. Wir müssen Leitlinien entwickeln und wir müssen versuchen, hier dem Arzt und dem Patienten gleichzeitig zu vermitteln, dass nicht jede Temperaturerhöhung in der Praxis mit einem Antibiotika begegnet werden muss. Ein letzter Punkt zum Krankenhaus. Wir haben im Krankenhaus sehr erfolgreich mit anderen Organisationen uns um die Prävention bemüht. Sie kennen die Aktion Saubere Hände. Wir alle wissen inzwischen, dass der Handschlag des Arztes manchmal gefährlicher ist als die dann folgende Operation. Das kann durchaus so sein. Und hier gibt es viele ganz einfache Maßnahmen, um das zu verhindern. Wir wissen um die Probleme des Impfens. Es gibt heute viele Infektionskrankheiten, die man durch vernünftige Impfstrategien von vornherein verhindern kann. Und Impfen ist immer noch besser
als hinterher sich über Antibiotika oder Multiresistenzen zu unterhalten. Und als letztes schließe ich an Herrn Wieler noch mal an. Wir haben Screening-Strategien entwickelt, wie wir heute verhindern. Mir tut das ja immer weh, wenn Sie von Krankenhausinfektionen reden, weil das sind in der Regel keine Krankenhausinfektionen, sondern das sind mitgebrachte Infektionen, die nur dann im Krankenhaus manifest werden und entstehen. Wir haben deswegen inzwischen große Screening-Programme in einzelnen Bundesländern aufgelegt, in denen man 3+ und 4+ MRGN, also multiresistente gramnegative Bakterien, zu identifizieren versucht. Und auch hier gleich wieder das Problem: In unserem heutigen Krankenhausfinanzierungssystem wäre ein Krankenhaus mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn es vorher weiß, dass es einen MRGN-4-positiven Patienten elektiv operieren soll. Wir müssen also wieder Schutzmechanismen einbauen, damit diese Patienten nicht stigmatisiert werden und von weiteren Behandlungen ausgeschlossen werden. Das alles haben wir uns angenommen. In einem One Health Approach wollen wir das über Weltärztebund und Ständigen Ausschuss der Ärzte der EU auch europaweit machen. Wir arbeiten mit dem European Center for Disease Control. Und ich hoffe, dass, wenn hier diese politische breite Basis besteht, wir gemeinsam zu guten Lösungen kommen. Vielen Dank, Frau Connor. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Montgomery. Auch, dass Sie gleich gesagt haben, wir müssen den Kalten Krieg ausschalten, so haben wir das hier auch gehandhabt. Und ich kann sagen, es war auch im Vorfeld, lieber Georg Nüßlein, insoweit auch nochmal einen besonderen Dank an dich, ein wirklich wunderbares Miteinander, weil wir gemeinsam eben sehen, wo die Herausforderungen sind. Und Sie haben einen ganzen Strauß von Themen angesprochen, unter anderem eben auch das Thema Bildung, Leitlinien. Sie haben das Thema Krankenhausfinanzierungssystem, die Frage des Nachwuchses, aber auch die Frage eben der Krankenhaushygiene eingehen, die ja auch nachher auf dem Podium nochmal angesprochen werden wird. Aber eben auch die Frage der Bildung und am Ende auch der Standards. Und insoweit gestatten Sie mir vielleicht eine Nachfrage. Die meisten Antibiotika-Verordnungen in der Arztpraxis werden ohne Resistenzprüfung gemacht. Das ist jedenfalls auch eine persönliche Wahrnehmung, die ich gemacht habe. Sollte eine Resistenzprüfung und die eventuelle Anpassung der Therapie nicht zum Standard gehören? Das ist eine ausgesprochen schwierige Frage, die ich am liebsten an einen Wissenschaftler weitergeben würde. Ich halte sie in der Realität der Praxis alleine wegen der Zeitabläufe für praktisch nicht machbar. Ich bin da im Krankenhaus, ich arbeite an einer Uniklinik mit der dort vorhandenen mikrobiologischen Abteilung in einer glücklichen Situation, dass ich sowas innerhalb von 24 Stunden bekommen kann oder weniger sogar bei manchen Keimen. Aber ich glaube, das ist keine realistische Perspektive für die Praxis, wenn man die technischen Probleme bedenkt, die man bei der Resistenzprüfung bedenken muss. Vielen Dank, Herr Professor Montgomery. Sie hatten Ihren Sparringspartner bereits angesprochen. Er sitzt neben Ihnen und zwar ganz einträchtig, Sie beide. Das ist der Präsident der Bundestierärztekammer. Begrüßen Sie mit mir Herrn Professor Dr. Theodor Mantel. Er ist Veterinärmediziner, übrigens Fachtierarzt für Lebensmittelhygiene und Fachtierarzt für Mikrobiologie. Ich habe auch in Vorbereitung der Veranstaltung viel gelernt, was es alles an Fachärzten gibt. Er war unter anderem in Großtierpraxen tätig, er war Institutstierarzt, er war Amtstierarzt, ist seit 2004 Honorarprofessor an der Tierärztlichen Fakultät der LMU München und eben seit 2008 Präsident der Bundestierärztekammer. Er hat einmal gesagt über den Einsatz von Antibiotikum, am besten wäre es zu verhindern, indem man ein gesundes Tier hat und ein gesundes Tier kann eben Infektionen besser abwehren, dann ist ein Antibiotikum gar nicht erst nötig. Tatsächlich ist es aber so, dass in der Tiermedizin es offensichtlich nicht nur gesunde Tiere zu geben scheint, sondern Antibiotika angewendet werden. Die Tonnage ist bereits von Herrn Professor Dr. Montgomery genannt worden. Deswegen sind ja auch, und Minister Schmidt hatte dargestellt, die einzelnen Maßnahmen, die bereits seit 2002 auf den Weg gebracht worden sind, insbesondere sehr stark in den letzten Jahren, umfassende Maßnahmen zur Reduzierung des Antibiotika-Einsatzes eingeführt worden. Zuletzt übrigens mit
der von Herrn Minister Schmidt angesprochenen Novelle des 16. Arzneimittelgesetzes. Jetzt meine Frage an Sie, lieber Herr Professor Mantel. Haben Tierärzte und Tierhalter Ihres Erachtens nach schon genug Beiträge geleistet? Oder welche weiteren Maßnahmen würden Sie für sinnvoll und zielführend halten? Ja, sehr geehrte Frau Konnemann, Herr Dr. Nislein, meine sehr geehrten Herren Bundesminister Gröhe und Schmidt, meine sehr verehrten Abgeordneten des Deutschen Bundestages, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Zunächst bedanke ich mich herzlich für die Einladung zu der heutigen Veranstaltung und ich beglückwünsche die Fraktion der CDU-CSU im Deutschen Bundestag zu der Initiative, das Thema Resistenzen heute in fachkundiger Runde sachlich und kompetent zu diskutieren und es damit aus der Masse teilweise populistischer Berichte in den Medien herauszuheben. Zu Ihrer Frage, Frau Konnemann, genug ist es nie, aber weitere sinnvolle und erforderliche Maßnahmen werde ich im Folgenden darlegen. Als Vertreter der Bundestierärztekammer und damit als Repräsentant von etwa 39.000 Tierärztinnen und Tierärzten in Deutschland, da möchte ich eingangs ganz klar feststellen, dass ich es ablehne, mich am Spiel der gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen Human- und Tiermedizin zu beteiligen, sondern meine Aufgabe ausschließlich darin sehe, auf wissenschaftlicher Grundlage die Rolle der Akteure im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen zu definieren und festzulegen. Dabei stelle ich fest, erstens, wir unterstützen die deutsche Antibiotika-Strategie, Resistenzstrategie DAR 2020 uneingeschränkt. Zweitens, gleiches gilt für den vom Bundesminister Hermann Gröhe vorgelegten 10-Punkte-Plan zur Bekämpfung resistenter Erreger. Drittens, wir haben durch die Bemühungen von Professor Umgemach maßgeblich dazu beitragen können, dass Antibiotika als Leistungsförderer seit 2006 europaweit nicht mehr zugelassen sind. Das wurde schon mal angesprochen. Viertens, mit den Antibiotika-Leitlinien aus dem Jahr 2000, novelliert und aktualisiert im Jahr 2010 und 2015, haben wir ein Regelwerk geschaffen, das die Grundlage für den sparsamen und verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika bildet. Und fünftens, wir haben eine Datenbank zur Erfassung und Regulierung des Antibiotikaverbrauchs eingefordert, die mit der 16. AMG-Novelle in abgespeckter Form Realität geworden ist. Sie gilt es nun mit Leben zu erfüllen, wobei Anlaufschwierigkeiten billigend in Kauf zu nehmen sind. Nun zur Rolle der Tierärzte. Es muss ein Umdenken stattfinden über die Rolle der Tierärzte bei der Behandlung von Nutztieren und ihrer Verantwortung in der Lebensmittelproduktion. Tierärzte sind Mediziner, Tierschützer und Spezialisten für alle im Zusammenhang mit der tierischen Produktion auftretenden Fragen und Probleme. Ihre fachliche Beratung ist angemessen zu honorieren. Sie sind keine Arzneimittellieferanten. Und in diesem Zusammenhang ist das Dispensierrecht zu erwähnen. Es hat sich in Deutschland als Vertriebsweg bewährt, der gut und lückenlos zu kontrollieren ist bei nur wenigen kompetenten Beteiligten. Die Abgabe von Tierarzneimitteln an Tierhalter setzt eine Untersuchung der Tiere mit einer entsprechenden Diagnosestellung voraus, erfordert eine Kontrolle des Behandlungserfolges und darf bei Antibiotika für lebensmittelliefernde Tiere, es ist schon gesagt worden, zeitlich auf 7 Tage limitiert, nur in der Menge erfolgen, die für den konkreten Behandlungsfall erforderlich ist. Jede andere Vorgehensweise ist schlicht und einfach illegal und strafrechtlich zu ahnden. Im Rahmen der EU-Tierarzneimittelnovelle kämpfen wir dafür, dass Antibiotika endlich unter einheitlichen und definierten Bedingungen generell verschreibungspflichtig werden und nicht frei handelbar sind. Und anlässlich des G7-Gipfels Anfang Juni in Elmau hat dies auch die Bundeskanzlerin gefordert. Das vom BML in Auftrag gegebene Gutachten zur Überprüfung des Dispensierrechts wurde am 4. Dezember 2014 vorgestellt und in einem Fachgespräch diskutiert. Hierbei war es unter den Vertretern von Politik,
Wissenschaft, Behörden und diversen Berufsgruppen unstrittig, dass eine Abschaffung des Dispensierrechts vermutlich dem Schwarzmarkt und dem Internethandel Nutzen der ersehnten Lösung des Resistenzproblems aber nicht dienen würde. Abschließend noch zur Rolle der Tierhalter. Zahlreiche in den letzten Monaten von Politik und Verbänden initiierte Tierschutzinitiativen sind zu begrüßen und in hohem Maße erfreulich. Gleiches gilt für das vom Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik beim BMEL gefertigte und im März 2015 der Öffentlichkeit vorgestellte Gutachten Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung. Ein Durchbruch im Sinne einer Reduzierung des Antibiotikaverbrauchs ist aber nur dann erreichbar, wenn es gelingt, die Tiergesundheit entscheidend zu verbessern. Hier müssen die Haltungsbedingungen der Tiere auf den Prüfstand, tierzüchterische Aspekte im Hinblick auf überhöhte Leistungsanforderungen sind zu hinterfragen und Präventivmaßnahmen, unter anderem durch verbesserte Impfregime, sind zu intensivieren. Ohne eine systematische, verpflichtende tierärztliche Bestandsbetreuung wird es aus meiner Sicht nicht gelingen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Und abschließend darf ich noch mal die Bundeskanzlerin zitieren, was sie in Elmau gesagt hat. Sie hat kurz und bündig formuliert, wir müssen Tier und Mensch im Blick haben. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Herr Professor Mantel. Sie auch für das Plädoyer übrigens für die Landwirtschaft. Sie haben schon sehr eingängig sich mit dem Thema Dispensierrecht auseinandergesetzt, das natürlich auch für uns Thema ist in der Politik. Und davor gewarnt, unter anderem vor einer Abschaffung, darauf hingewiesen, dass zum Beispiel dem Thema Schwarzhandel damit Tor und Tür geöffnet würden. Dennoch gibt es ja bestimmte Vorwürfe, die in diesem Zusammenhang erhoben wird. Ein wesentlicher Vorwurf ist, dass die deutschen Tierärzte gut, zum Teil sehr gut an der Verschreibung von Antibiotika verdienen. Und deswegen noch einmal die Frage an Sie, lieber Herr Professor Mantel. Brauchen wir da eine Neuausrichtung des Systems, eine Behebung gegebenenfalls gesetzter wirtschaftlicher Fehlanreize, zum Beispiel Abschaffung der Mengenrabatte, Begrenzung der Gewinnmargen auch bei der Verschreibung von Antibiotika? Frau Kornemann, es bedarf lediglich der strikten Vollzugs bestehender Gesetze. Es sind also derartig viele Sicherungsmaßnahmen eingebaut. Ich spreche nur an den Anwendungs- und Abgabebeleg im landwirtschaftlichen Betrieb und der genau zu kontrollieren ist im Zusammenhang mit den Aufzeichnungen des Tierarztes in der tierärztlichen Hausapotheke. Wenn hier diese Möglichkeiten ergriffen werden, und das setzt natürlich jetzt ausreichend Personal bei den Überwachungsbehörden voraus, dann ist das Dispensierrecht mit Sicherheit ein vernünftiger Weg. Und das hat ja auch sogar der Präsident der ABDA, der Bundesapothekervereinigung, Herr Friedemann Schmidt, so bestätigt. Was Sie ansprechen, die Festpreise und die Mengenrabatte, das ist eine andere Geschichte. Da müsste man noch mal drüber beraten, auf jeden Fall. Gut, vielen Dank, Herr Professor Mantel. Ich komme jetzt zu einem weiteren Präsidenten auf dem Podium, dem Präsidenten des Bundesinstituts für Risikobewertung. Begrüßen Sie bitte mit mir gemeinsam Herrn Professor Dr. Dr. Andreas Hensel. Und schwer nicht nur zu erkennen an der immer getragenen Fliege, er ist Fliegenträger, sondern eben auch durchaus bekannt durch eine große Fähigkeit, sehr stark Dinge auch zuzuspitzen. Das ist ihm nicht durch das Studium in die Wiege gelegt worden, denn er hat Veterinärmedizin studiert, hat dann ein Aufbaustudium absolviert in Mikrobiologie und Hygiene, hat in diesen Bereichen auch habilitiert, hatte eine Professur für Tierhygiene und Tierseuchenbekämpfung und ist seit 2003, das wünschen wir uns manchmal in der Politik, tatsächlich in Folge über viele Ministerwechsel hinweg Präsident, der erste und bis dato der letzte Präsident
des im Jahr 2002 neu gegründeten Bundesinstituts für Risikobewertung. Im Übrigen ist er auch im Beirat der EFSA. Lieber Herr Professor Hensel, Sie haben in der öffentlichen Diskussion einmal einen Satz gesagt, der wahrscheinlich für Widerspruch gesorgt haben wird. Das Problem der Antibiotikaresistenzen kann man nicht in den Tierhaltungen lösen. Das wird Ihnen die eine oder andere Nachfrage ja eingetragen haben. Vielleicht noch einmal zu dem Auftrag Ihres Instituts. Sie bewerten die gesundheitlichen Risiken von Lebensmitteln. Die Verbraucher lesen ja fast wöchentlich, dass Fleisch und Geflügel mit Bakterien, mit resistenten Bakterien verunreinigt sind. Und deswegen jetzt die Frage einer Verbraucherin: Wie hoch ist die Gefahr der Verbraucher, sich durch Lebensmittel mit resistenten Keimen zu infizieren? Und wie kann die Übertragung von resistenten Keimen zum Beispiel von Tieren und Menschen auf Lebensmittel verhindert werden? Sehr geehrte Frau Vorsitzende Konnemann, sehr geehrte Bundesminister, meine Damen und Herren des Deutschen Bundestages, liebe Damen und Herren. Frau Konnemann, die Frage kann man nicht so ganz einfach beantworten. Wenn das so wäre, dann würden wir hier nicht sitzen. Das ist ein komplexer Sachverhalt, der und meiner Ansicht nach, und es erlauben Sie mir meinen Blick darauf, als Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung, der im Grunde den gesamten Präventionspart, also und zwar entlang der Lebensmittelkette zu betrachten hat. Also wir schauen jetzt nicht nach dem Patienten, sondern wir schauen, wo sind Expositionsszenarien für einen Verbraucher, für einen Menschen, wo er beispielsweise mit Resistenzen zu tun hat. Und da dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass diese ganze Frage nach den Antibiotikaresistenzen eigentlich ein integraler Bestandteil ist der Infektions- und Seuchenlehre, also auch der Hygiene- und Gesundheitslehre. Das heißt also, wenn wir uns beispielsweise damit beschäftigen, wie Übertragungswege es mit krankmachenden Bakterien wie Salmonellen, dann ist der Aspekt der Antibiotikaresistenz ein kleiner Aspekt davon. Der darf aber ruhig mal auch aus der Sicht des Bakteriums betrachtet werden, weil wir tun immer so, als würden wir jetzt als Menschen ja die Lösung finden, aber ich plädiere hier für einen holistischen Ansatz. Wenn Sie sich mal die Bakterien selber anschauen, werden Sie feststellen, dass es auf dieser Welt wenig Bakterien gibt, die keine Resistenzen tragen. Und dass immer dann, wenn Antibiotika eingesetzt wird, ein Selektionsvorteil für die resistenten Keime entsteht. Das heißt also, Bakterien wollen Resistenzen behalten, das ist das eine. Und die sind auch viel raffinierter, als wir glauben. Sie haben nämlich, anders als wir glauben, eben keinen vertikalen Übertragungsweg, sondern einen horizontalen. Also mobile Genelemente von einem Bakterium, von einem einzigen, können auf andere Bakterien übertragen werden. Und die müssen nicht so, wie man glaubt, immer von der gleichen Art sein. Die können auch ganz anders sein. Ja, das heißt also, diese Antibiotikaresistenzen entstehen irgendwo und persistieren in den Bakterienpopulationen. So, und wenn man das jetzt mal sich vor Augen führt und Sie sich vor Augen führen, dass Sie praktisch auch alle Bakterien in und auf sich tragen, nämlich jeder von Ihnen ungefähr 1 bis 1,5 Kilo Bakterien, dann wissen Sie auch, wenn Sie einmal Antibiotika einsetzen, Sie alle Bakterien, die Sie in Ihrem Körper tragen und auf Ihrem Körper mitbehandeln. Ja, das heißt also, da entstehen natürlich auch Resistenzen und wenn die da sind, dann haben Sie die. Ja, das heißt also, Patienten, der Verbraucher trägt erstmal grundsätzlich resistente Bakterien auf und in sich. Das mag jetzt eine schlechte Nachricht sein, aber einem gesunden Menschen macht das nichts. Aber sie sind tatsächlich besiedelt und viele der Bakterien, das kann man jederzeit nachweisen, sind behaftet mit Resistenzen, zum Teil auch mit Multiresistenzen. Das heißt also, wir können also diesen Zustand nicht verändern. Wir können schon versuchen, die Zahl dieser Resistenzen, die da sind, auch diese Zahl der mobilen genetischen Elemente zu beeinflussen. Ich habe das extra so weit geführt, weil man natürlich, wenn man jetzt nur auf Mensch und Tier guckt, nicht den richtigen Blick hat. Weil wir sehen zum Beispiel auch beim Abwasser, bei Emissionen, dass natürlich die Bakterien, die auch ausgetragen werden in den Tierhaltungen, in Schlachthöfen und überall, auch im Wasser, im urbanen Siedlungsraum, alle Bakterienresistenzen tragen. Und die auch untereinander austauschen und unabhängig machen von den Menschen und von den Tieren. Ja, deshalb finden wir zum Beispiel, und das Bundesinstitut für Risikobewertung macht schon seit seinem Bestehen einen Schwerpunkt im Bereich Antibiotikaresistenz. Wir monitoren die und wir können in unseren nationalen Referenzlaboratorien, wo die Bakterien auch typisiert werden, die wir aus der Umwelt und von Lebensmitteln bekommen, eben auch feststellen, dass es natürlich eine Zunahme von Antibiotikaresistenzen gibt. Aber die Frage, warum die zunehmen, nur auf die Tierhaltung zu reduzieren, führt nicht wirklich weiter, weil man natürlich auch die ganze Kette entlang schauen muss. Vergegenwärtigen Sie sich bitte, meine Damen und Herren, dass wenn Sie zum Beispiel eine Salmonella-Bakterium auf einen Acker bringen, liegt die mittlere Überlebenszeit bei 2 Jahren.
Ja, also das heißt, also die sterben zwar ein paar ab, aber viele überleben auch. Und die gelangen auch wieder in die Nahrungskette. Wir wissen heute, dass Bakterien beispielsweise auch in Pflanzen gefunden werden und dort auch persistieren können, auch autochthone Zyklen haben, sodass wir sie heute auch in Lebensmitteln finden. Und da kommt mein zweiter Aspekt. Wissen Sie, was Sie jeden Tag essen? Die kommen nicht alle aus Deutschland, die Sachen. Das können Sie auch in Deutschland gar nicht regulieren. Die Hälfte Ihrer Lebensmittel kommt aus anderen Ländern, tragen auch Bakterien und Sie finden auf all diesen Produkten auch resistente Bakterien. Das zeigt schon, dass wir in der internationalen Dimension handeln müssen, weil egal, was Sie jetzt regulieren auf nationaler Ebene, Sie nur einen ganz kleinen Teil erreichen können. Ja, also in den Bereichen, wo Sie überhaupt handlungsfähig sein können. Also Bakterien halten, das ist mehrfach gesagt worden, nicht an Ländergrenzen an, sondern die sind eben einfach überall verfügbar. So, was bedeutet das denn für uns? Das bedeutet natürlich, dass man schon sagen kann, dass die einzelnen Disziplinen, die man hier adressiert, natürlich schauen müssen auf ihre Verantwortung. Wo kann ich die Verschleppung von Bakterien, ich sage jetzt extra Verschleppung von Bakterien, minimieren, weil man dadurch nämlich auch die Resistenzausbreitung vermindert. Da gelten auch die allgemeinen Regeln der Hygiene. Also beispielsweise, wenn Sie sich auch nicht die Hände waschen oder in Ihrer Küche auch vernünftige Küchenhygieneregeln haben, vermeiden Sie die Übertragung von krankmachenden Bakterien, aber sie vermeiden auch die Übertragung von Resistenzen. Also das ist einfach nicht zu trennen. Das sind allgemeine Prinzipien, die gelten. Vielleicht noch ein letzter Satz. Wenn wir uns anschauen, dass es noch andere Quellen gibt, also wir haben jetzt über Tierhaltung geredet und den Menschen, da ist noch ein bisschen was dazwischen. Und deshalb muss man ganz komplex hinein in die Bakterien, weil die Bakterien sind nicht alle gleich und auch nicht alle Resistenzen sind gleich. Ich will Beispiele geben, es gibt bestimmte Bakterien mit Resistenzen, die kommen besonders in der Geflügelhaltung vor. Das sind ganz bestimmte Typen von Bakterien, die auch bestimmte Resistenzen haben, reflektiert auch ein bisschen den Einsatz von Antibiotika. Aber es gibt andere Bereiche, wo andere Bakterien auftreten mit anderen Resistenzen. Also es ist nicht immer gleich, sondern spezifisch für ein Lebensmittel, spezifisch für ein Tier beispielsweise, gibt es auch spezifische Resistenzen. Das bedeutet auch, dass man nur spezifisch was lösen kann. Ich habe zum Beispiel heute gar nicht gehört, Schlachthöfe. Wir wissen heute, dass zum Beispiel auf Schlachthöfen selbst Verschleppungen sind. Gerade im Geflügelbereich wissen wir, die gehen rüber. Wir wissen, dass es Haustiere, ich bin gleich fertig, wir wissen, dass zum Beispiel Haustiere eine große Rolle spielen. Jeder, der ein Kind hat, teilt seine Bakterien mit den Kindern. Sie teilen aber auch, sie teilen ihre Bakterien auch mit Hund und Katze. Also insofern muss man natürlich auch klar darüber sein, dass auch die Bakterien, die von denen kommen, eine Rolle spielen. Ich wollte diesen komplexen Sachverhalt einfach sagen, weil es gibt keine einfachen Lösungen. Das ist sehr deutlich geworden, auch aus Sicht eines Bakteriums, aber auch eines Menschen, der das dann an sich trägt. Sie hatten ja bereits darauf hingewiesen, dass es bestimmte Maßnahmen gibt, erstens nicht monokausal, sondern wirklich in vielen Bereichen agieren müssen. Sie haben das Thema Verschleppung unter anderem auch angesprochen und etliches andere. Ein besonderes Problem stellen ja die Krankheiten und Infektionen mit Keimen dar, die auch zwischen Menschen und Tieren übertragen werden können, die sogenannten Zoonosen. Wir haben jetzt gehört, dass diese Erreger gegen verschiedene Antibiotika auch resistent sein können und ihre Resistenzgrenzen, Sie haben es gerade noch mal bestätigt, an andere Bakterien entsprechend weitergeben. Sie haben einige Maßnahmen genannt, aber was wären aus Ihrer Sicht die wichtigsten, die erforderlich wären, um diese Gefahr zu minimieren? Also ich glaube, wir müssen viel nüchterner werden in der Beurteilung der sogenannten kritischen Punkte, dort, wo also Bakterien Resistenzen erwerben können. Und das geht sozusagen schon auf dem Feld los. Das geht über die Tierhaltung, das geht über den Zerlegeprozess, Schlachtprozess. Hier muss man genau schauen, wo gibt es denn hier eine Übertragung von Bakterien, die Resistenzen tragen? Wo sind die Zoonose-Erreger und wo sind ihre Eintragspfade? Wir sind im Moment ein bisschen in unserer Diskussion gefangen, weil wir eigentlich diese Frage, sollten wir eigentlich nicht besser Zoonoseerreger bekämpfen, statt über Antibiotikaresistenzen zu diskutieren, noch nie diskutiert haben, weil im Grunde die Regeln, die wir da anwenden würden, würden bei den Antibiotika deutlich helfen, und zwar sowohl in der Veterinärmedizin als auch in der Humanmedizin. Und Herr Minister Schmidt hat das ja auch angesprochen, also zum Beispiel, dass die Frage der Hygieneprogramme und auch die Frage der Gesundheitsprogramme in der Tierhaltung eine viel größere Rolle spielt als letztlich dann die Therapie. Ja, gerade dann, wenn Tiere in diesen großen epidemiologischen Grundeinheiten eigentlich jedes von denen einen Bioreaktor darstellen, müssen wir unsere Strategien auch daran anpassen. Das heißt also, hier müssen es Fragen der Biosecurity geben, also die Bestände müssen dann geschlossen sein, dann gibt es keine freie Landhaltung.
da gibt es eben viele Konsequenzen, wenn man das ernst nimmt. Und ich glaube, also hier eine fachliche Beurteilung zu machen, bedarf auch einer internationalen Austausch. Wir sind hier nicht alleine, wir sind insbesondere im europäischen Bereich sehr engagiert. Und ich kann nur hoffen, also dass in der Forschungsförderung eben nicht nur daran gedacht wird, hier vielleicht neue Antibiotika zu machen, sondern dass man genau diese Pfade, die da notwendig sind, die zu erkennen, dass man das eben auch entsprechend mit Geldmitteln hinterlegt. Weil wir erst dann, wenn wir die Eintrittsquellen kennen, sie verstopft werden können. Vielen Dank, Herr Professor Hensel. Sie hatten bereits das Thema Forschung gerade angesprochen und gesagt, ich hoffe, dass wir an dieser Stelle eben nicht nur den einen Aspekt sehen, sondern über Eintrittswege etc. auch sprechen. Das, zu diesem Thema der Forschung ist es uns gelungen, den Vorsitzenden, Präsidenten des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller als Gast zu gewinnen. Begrüßen Sie bitte mit mir Hans-Peter Michael Quott. Er ist kein Mediziner, weder Human noch Veterinär, sondern er ist Diplomkaufmann und seit etlichen Jahren für unterschiedliche Arzneimittelhersteller tätig. Seit März 2009 übrigens für MSD Sharp und Dome GmbH in München. Er ist wie bereits erwähnt, Vorsitzender des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller, der heute bereits etliche Male angesprochen worden war, nämlich auch mit dem Hinweis, dass sich viele Pharmaunternehmen inzwischen aus der Forschung und der Entwicklung auch von neuen innovativen Arzneimitteln zurückgezogen haben, weil beispielsweise Investitionen sich in diesem Bereich im Vergleich zu anderen Indikationen Krebsmedikamenten, das ist erwähnt worden vom Kollegen Dr. Nüßlein und Herrn Bundesminister Gröhe, nicht beziehungsweise nicht mehr entsprechend auch lohnen. Das hat zu tun natürlich mit der kurzen Anwendungsdauer von Antibiotika, dem Einsatz von preisgünstigen Generika und der Tatsache, dass neuere Medikamente wegen der zunehmenden Resistenzen als letzte Verteidigungslinie auch zurückgehalten werden müssen. Deshalb meine Frage an Sie, lieber Herr Quott, werden sich angesichts der ja von allen Teilnehmern auf dem Podium beschriebenen Ernsthaftigkeit der Gefahr die forschenden Arzneimittelhersteller wieder stärker bei der Forschung und Entwicklung von Antibiotika und alternativen Therapien engagieren, und zwar nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern sehen Sie hier nicht auch ein Stückchen gesellschaftlicher Verantwortung? Sehr geehrte Frau Kohlemann, sehr geehrter Minister Gröhe, sehr geehrte Damen und Herren, Bundestagsabgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, erst einmal herzlichen Dank für die Einladung, liebe Frau Kohlemann, und auch gleichzeitig herzlichen Dank für die Beförderung. Ich bin stellvertretender Vorsitzender und möchte es der guten Ordnung halber sagen, bin ich aber nicht... Aber ich traue es Ihnen zu. Weniger. Ich werde es weitergeben. Und bin es trotz auch nicht weniger engagiert bei dem Thema. Es ist für mich eine sehr klare Antwort, ja, wir sind uns der gesellschaftlichen Verantwortung, sind wir uns bewusst, und das Gute ist, wir sind ja da nicht alleine bei dem Thema. Wenn man sich anguckt, was ist bei den letzten Jahrzehnten passiert, und das ist schon angesprochen worden, in der Tat zwischen 2000 und 2011, da ist eigentlich gar nichts passiert in Bezug auf neue Antibiotika. Seit 2011, und es wurde angesprochen, gab es 5 neue Antibiotikasubstanzen, vorwiegend natürlich gegen multiresistente Keime, und wir können Gott sei Dank in den nächsten Jahren, wie schon gehört, 9 bis 14 weitere Substanzen erwarten, wenn sie es dann durch den ganzen Prozess der Forschung weiter schaffen. Das ist schon mal grundsätzlich gut. Und es ist aber auch gleichzeitig, wie auch schon mehrfach erwähnt worden, alles andere als zu sagen, okay, das Ding läuft in die richtige Richtung. Es muss wesentlich mehr getan werden und signifikant mehr getan werden. Und ich denke, eines der Anknüpfungspunkte ist die vorhin schon angesprochene Grundlagenforschung, dass wir die Grundlagenforschung intensivieren, als Pharmaindustrie, denn es ist, und das wissen Sie mindestens genauso gut oder besser wie ich, die molekularen Angriffspunkte
bei den Antibiotika, das ist ausgeschöpft von der Forschung her. Da gibt es momentan nichts mehr, was man noch weiter erforschen kann. Das heißt, man muss hier in die Grundlagenforschung gehen und es ist auch schon bereits mit einigen wenigen Projekten unterwegs. Eines unserer Vorstandsfirmen hat eine Public-Private Partnership, aus unserer Sicht eine sehr gute Art der Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut und ist in dieses Thema signifikant und massiv eingestiegen. Das ist aber jetzt die Grundlagenforschung. Jetzt gibt es die zurzeit laufende klinische Forschung und da setze ich jetzt mal gerade den Hut meiner Firma auf, der Firma MSD. Wir sind seit mehreren Jahrzehnten intensiv in der Antibiotikaforschung, haben dort nie nachgegeben und haben das kontinuierlich bis zum heutigen Tage weitergeführt und werden es auch weiterführen. Es ist richtig, es war im letzten Jahrhundert waren wesentlich mehr Firmen in der Pharma, in der Antibiotikaforschung unterwegs. Es sind aber weiterhin unter anderem Firmen wie wir, die dort investieren, weil sie die Notwendigkeit sehen, dort zu investieren. Ein Beispiel aus unserer Firma. Wir haben nicht nur einige Substanzen bereits in der Pipeline, wir haben jetzt Anfang des Jahres eine kleinere Spezialfirma akquiriert, die Firma Cubist aus Amerika, die sich ausschließlich auf den Bereich Antibiotika fokussiert hat. Und so sind wir in der Lage, dieses Jahr zwei Substanzen den Ärzten und Patienten zur Verfügung stellen zu können. Eine gegen Gram-positive, resistente Gram-positive Keime und gegen Ende des Jahres auch eine weitere Substanz gegen resistente Gram-negative Keime und vier weitere folgen in den nächsten Jahren. Also das ist, denke ich, schon mal eine gute Nachricht und eine gute Aussicht, die wir da haben. Ist es denn damit getan? Da braucht es noch wesentlich mehr aus unserer Sicht. Der Minister hat es schon angesprochen, G7 hat sich intensiv damit beschäftigt, weil es kein lokales Problem ist, sondern ein internationales Problem. Ich denke, es ist aber wichtig, dass wir unsere Rolle in Deutschland als durchaus Vorzeigeland verstehen sollten. Wir sind das Land, das sehr viel auf den Weg gebracht hat. Und wir sollten auch dort nicht zurückstehen, wenn es um Forschung und auch um Anreize für die Forschung geht. Und in dem Zusammenhang, was können dann die nächsten Schritte sein? Eines der Schritte, die wir für einen ersten gangbaren und pragmatischen Schritt halten, ist die Schaffung einer Liste von resistenten Problemkeimen, vor allen Dingen resistente Problemkeime im Krankenhaus. Damit könnte man zwei Sachen erreichen. Das erste ist, sehr schnell und gezielt für diese Keime eine Forschung zu entwickeln und gleichzeitig auch das allseits befürchtete zu breite Einsetzen hier bei diesem Thema zu vermeiden. Sowas könnte aus unserer Sicht zusammen mit dem Robert-Koch-Institut passieren, das koordinierende Organ dafür sein könnte. Und das ist jetzt auch keine richtig neue Idee. Sowas gibt es bereits, zum Beispiel in den USA gibt es eine Key Pathogens-Liste, die ist auf der Basis des sogenannten GAIN Acts, der von Obama 2012 unterschrieben worden ist, eingeführt worden ist. Und das hat wesentlich dazu beigetragen, dass dort die Anstrengungen durchaus gezielt weiter vorangetrieben worden sind. Sowas wäre eine erste Möglichkeit, dass man sich gut auf diese speziellen Keime konzentrieren kann. Ein weiterer Punkt ist Finanzierung und Erstattung in diesem Bereich. Und es ist bei den Antibiotika nicht so ganz einfach. Wir haben es hier mit, ich sage mal ökonomisch ausgedrückt, mit einem Markt zu tun, der eher sehr klein ist als groß. Und nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir auch dort die Erstattung in irgendeiner Weise pragmatisch und gut über die Bühne bringen. Und da wir jetzt von Keimen hier reden, die hauptsächlich im Krankenhausbereich auftreten, letztendlich auf ihrer ganzen Entstehungskette, jedenfalls in dem Behandlungsumfeld, da könnte es durchaus Sinn machen, dass wir eines der Erstattungsmöglichkeiten, zusätzliche Erstattungsgeld, die ZE-Einheiten, entsprechend anpassen auf die neuen innovativen Antibiotika. Das wäre eine sehr schnelle und sehr unbürokratische und direkte Art und Weise, das zu regeln und gleichzeitig auch einen Anreiz zu geben. Natürlich gibt es da auch Aspekte im ambulanten Bereich zu beachten, so wie der AMNOG-Prozess, der ja seit 2011 läuft, ausgelegt ist, ist es gerade im speziellen Fall Antibiotika schwierig, den Zusatznutzen zu zeigen.
aufgrund der Studienlage und aufgrund der Patienten, die wir damit einschließen müssen. Und ohne da jetzt zu stark ins Detail einzugehen, klinische Studien in diesem Bereich sind extrem schwierig und sind so am Rande der ethischen Fragestellung zu handhaben. Deswegen auch hier eine Möglichkeit, neue innovative Antibiotika, die gerade gegen diese resistenten Keime wirken, anders zu behandeln und anders zu kennzeichnen, zum Beispiel automatisch einen Zusatznutzen zu bescheinigen. Das wäre ein weiterer Ansatz, den wir hier machen können. Mhm. Letztendlich, ich glaube, bei dem ganzen Thema gibt es eine große Überschrift und das ist die Überschrift Zusammenarbeit. Das ist keine Sache, die die Pharmaindustrie alleine stemmen kann, das können wir nur gemeinsam stemmen. Und da ist eines der Ergebnisse, die ich mir erhoffe von dieser Art der Zusammenkunft, dass wir zum Beispiel mit Herrn Dr. Montgomery und auch Herr Professor Wieler uns zusammensetzen und anfangen, diese kritische Liste oder die Liste der kritischen Keime zu erstellen und dann dafür die entsprechenden Maßnahmen zu treffen. Das wäre ein tolles Ergebnis und ich darf mich nochmal dafür bedanken, dass ich hier dabei sein darf. Sehr gern. Lieber Quod, gleich zwei Nachfragen. Das eine bezieht sich auch auf eine Aussage von Dr. Montgomery, der auch das Thema Schnelltests angesprochen haben. Sie haben jetzt erwähnt, was Sie im Bereich auch Ihrer Firma tun, um neue Antibiotika zuzulassen. Wie ist das zum Beispiel im Bereich der Schnelltests? Und Sie haben im Übrigen Verbesserungen in der nationalen Erstattung angesprochen. Aber müssen Anreize am Ende nicht international gesetzt werden, damit sie wirken? Kann denn eine nachhaltige und auskömmliche Finanzierung in Deutschland überhaupt einen Anreiz für ein globales Unternehmen darstellen, sich im Bereich Antibiotika zu engagieren? Also zu dem Thema Schnelltests ist in der Tat so, dass bis vor kurzem, und da bitte ich auch noch Ergänzung von Ihnen und auch von Herrn Professor Wieler, ist es so, dass es darauf ankommt, gerade bei schweren Infektionen möglichst schnell zu wissen, um welchen Keim handelt es sich. Und dementsprechend sind die Tests, die bis vor kurzem nach wie vor heute doch im großem Ausmaß da sind, Tests, die erst nach 2-3 Tagen ein Ergebnis zeigen. Und das ist natürlich nicht so wahnsinnig optimal, weil sie dann natürlich am Anfang breiter einsteigen müssen, um möglichst den Verursacher auch wirklich erwischen zu können, bevor sie gezielt therapieren können. Es gibt bereits mehrere Schnelltests und nach meinem Kenntnisstand sind es Schnelltests, die allerdings nicht so ein breites Spektrum abbilden und lassen auf der linken und rechten Seite noch diverse Flanken offen. Also um es weiterzudenken, Schnelltestentwicklung wäre sehr hilfreich, um schneller gezielt heilen zu können, das ist überhaupt keine Frage, ansetzen zu können, das ist überhaupt keine Frage. Und in dieser Zeit sind wir in den entsprechenden Situationen, vor allem das medizinische Personal, darauf angewiesen, wirklich auf Erfahrung basierend oder auf Erkenntnis eines vorliegenden Krankheitsbildes, dann mit den entsprechenden Antibiotika dann präventiv beziehungsweise dann möglichst umfassend eingreifen zu können. Also Schnelltestentwicklung ist aus unserer Sicht ein wesentlicher Faktor. Zu Ihrer Frage, ist das jetzt eine lokale Angelegenheit mit der Erstattung oder nicht mehr eine internationale Angelegenheit? Auch hier, Deutschland ist ein Leitmarkt und alles, was hier passiert, wird sehr intensiv vom Rest der Welt betrachtet und mehrheitlich auch kopiert, weil es ja durchaus sehr gute Initiativen und Projekte hier gibt. Und das eine sind die klinischen Ergebnisse, die wir haben, das andere ist aber auch die Art und Weise, wie wir Erstattung regeln, sprich das AMNOG. Wir sind innerhalb des Erstattungssystems sind wir als Deutschland das Referenzland für mehr als 30 Länder weltweit, so wie wir die Erstattung machen, daran orientieren sich mindestens 30 Länder und deswegen sage ich ja. Es ist eine internationale Angelegenheit, aber was wir als Zeichen setzen hier in Deutschland, ist maßgeblich für den Rest der Welt. Vielen Dank, lieber Herr Quod. Nun kommen wir, wir haben hier Gast aus Nederland. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht Niederländisch sprechen, aber da kam meine niederländische Mutter in mir durch. Wir müssen auch nicht mit dem nächsten Gast Niederländisch sprechen, denn er ist Deutscher. Begrüßen Sie mit mir Herrn Professor Dr.
Alexander Friedrich. Er ist aber ein Grenzgänger im wahrsten Sinne des Wortes, denn er ist, hat seine Ausbildung hier in Deutschland gemacht. Er hat Humanmedizin studiert, übrigens unter anderem auch in Rom. Er hat dann promoviert am Institut für Hygiene und Mikrobiologie an der Uni Würzburg. Er war Facharzt für Mikrobiologie oder ist Virologie und Infektionsepidemiologie. Er hat dann habilitiert im Fach Hygiene und Mikrobiologie und zwar in Münster. Dort war er bis 2010 tätig und ging dann den Weg über die Grenze an die Niederlande und zwar direkter gesagt nach Groningen. Und dort ist er heute nicht nur an der Universität Groningen, sondern eben auch Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum in Groningen. Und ich hatte das Vergnügen, ihn dort besuchen zu dürfen, denn mein Wohnort ist von Groningen nicht echt weit entfernt. Das sind noch nicht mal 50 Kilometer. Auch wenn uns also nicht viel trennt, trennt uns am Ende doch etwas. Denn wenn ich Sie nicht nur so besuchen würde, sondern als Patientin zu Ihnen kommen würde, als Deutsche, die mit Tieren zu tun hat gegebenenfalls, würden Sie mich wahrscheinlich anders behandeln als ein deutsches Krankenhaus. Es könnte sein, wie ohnehin auch das gesamte Krankenhauswesen ja in den Niederlanden komplett anders auch strukturiert ist. Und deshalb meine Frage an Sie, auch wenn sich die Situation um MRSA in Deutschland scheinbar verbessert hat, kommen in Deutschland MRSA-Infektionen immer noch 10-mal häufiger vor als in den Niederlanden. Deswegen haben Sie auch die begehrte Farbe grün und Sie haben erklärt, wir wollen grün bleiben. Also nicht politisch, sondern was den entsprechenden Status angeht. Unsere Frage an Sie, lieber Herr Professor Friedrich, wie haben Sie in den Niederlanden dieses Ergebnis erzielt? Ja, sehr verehrte Frau Kornemann, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne über die Grenze nach Berlin gekommen und ich bin sehr froh, dass wir Deutsch sprechen können. Wie haben wir das in den Niederlanden geschafft? Die Kollegen, denn ich habe von der anderen Seite der Grenze zuschauen dürfen und viel gelernt auch, die niederländischen Kollegen, hatten einfach mehr Zeit. Der Gesundheitsrat der Niederlande hat in den, also der Waisenrat der Gesundheit, hat in den 70er Jahren die Empfehlung ausgesprochen, Maßnahmen zu treffen zur Vermeidung von Antibiotikaresistenzen. In den 80er Jahren wurden Maßnahmen in allen Krankenhäusern zum Schutz vor MRSA eingeführt. Das ist einfach 18 Jahre, bevor es andere Länder und auch Deutschland gemacht hat. Und das gibt einfach dann den Vorteil der Zeit. Es hat aber auch einen sehr großen Vorteil. Das heißt, was wir jetzt in Deutschland beobachten, nämlich den Rückgang von 20-mal mehr MRSA in Deutschland als in den Niederlanden jetzt zu 10-mal mehr, ist eine sehr gute Nachricht für die deutschen Patientinnen und Patienten. Denn es geht letztendlich um die, und ich vertrete hier die Universitätsmedizin und die Patientenversorgung, die Lehre und Forschung. Und es geht darum, die Herausforderung der Zukunft, nämlich die behandlungsassoziierten Infektionen einer Gesellschaft, die älter wird, die Silver Generation, die überall in Europa 30% der Gesellschaft ausmachen wird, eine fantastische Zukunft, so viel kumulative Lebenserfahrung. Gemeinsam, wir müssen dafür sorgen, dass diese Menschen gesund bleiben. Die Medizin wird sich weiterentwickeln, es kommt zu häufigeren und intensiveren medizinischen komplexen Behandlungen. Und dadurch wird es auch automatisch eine Zunahme geben von behandlungsassoziierten Infektionen. Die Frage ist, welche davon können wir vermeiden? Es geht darum, vermeidbare Infektionen zu vermeiden, also Infektionsprävention. Es geht aber auch darum, die unvermeidbaren Infektionen, denn die wird es auch immer noch geben, wenigstens behandelbar zu lassen. Das ist der zweite Auftrag an uns, neben der Infektionsprävention, die Resistenzprävention, dafür zu sorgen, dass die Infektionen, die entstehen bei den schwerstkranken Patienten, bei den Frühgeborenen, bei den onkologischen Transplantationspatienten,
dass die behandelbar bleiben. Und eigentlich müssen wir uns darauf besinnen, was waren die drei Fragen der Patienten. Der Patient fragt uns in der Infektionsmedizin eigentlich nur drei Fragen. Schützt ihr mich vor einer Infektion heute? Habe ich eine Infektion und welche? Und wie ist sie optimal behandelbar? Und hier kommt der entscheidende Punkt. Der Gesundheitsrat der Niederlande hat in den 80er Jahren empfohlen, einen Facharzt auszubilden, der diese drei Kernkompetenzen, nämlich Infektionsprävention, Diagnostik und Behandlung, in einer Person vereint. Er hat zudem empfohlen, und auch in weiteren Empfehlungen, dass diese Fachärzte für Ärzte Mikrobiologie werden sie genannt, aber das sind eine Mischung aus medizinischen Mikrobiologen, Krankenhaushygienern und Infektiologen, dass diese Fachärzte an allen Akutkrankenhäusern arbeiten sollen. Es ist in der Tat so, dass im Jahr 2015 in fast allen, 98%, der Krankenhäuser diese Fachärzte arbeiten und dass sie regional auch mit den niedergelassenen Ärzten, die vorhanden sind, arbeiten, Hausärzten zusammenarbeiten. Die haben nicht alle ihr eigenes Labor, 60% der Krankenhäuser haben das auch noch, aber damit haben sie ein breites Netzwerk. Dazu brauchen sie, das hat viele Vorteile, sie brauchen weniger Gesetze, denn sie haben nämlich Expertise überall vor Ort, die die Empfehlungen umsetzen werden, die miteinander handeln. Sie brauchen keine Meldepflichten, weil diese Experten tauschen die Informationen blitzschnell miteinander aus. Wenn es einem Krankenhaus einen Ausbruch gibt, weiß es im Land jeder und wir können uns darauf einstellen. Diese Ärzte mit Kernkompetenz sind auch sehr wichtig, weil sie Ansprechpartner sind für die Patienten, Ansprechpartner für die Hauptbehandler. Und sie haben noch eine andere Besonderheit an Universitätskliniken. Das sind dann die für die Forschung. Es geht nämlich letztendlich darum, dass in Netzwerken zusammengearbeitet wird, Forschung nicht nur universitär, sondern regional. Und nur das Entwickeln neuer Antibiotika ist nicht nachhaltig, denn die Resistenz zu den neuen Antibiotika, die besteht wahrscheinlich schon in der Natur. Das heißt, dann würden wir diesen Kreislauf immer wieder durchlaufen. Wir brauchen natürlich neue Antibiotika, wir brauchen mal vor allem intelligente Antibiotika, die nicht, wenn sie im Ohr wirken sollen, auch in den Darm gehen und dort Resistenzen verursachen, sondern die gezielt, targeted, und die Onkologie macht es uns vor, gezielte Therapie, personalisierte Therapie. Und eine der zweiten großen Herausforderungen ist, die Trennung zwischen Diagnostik und Behandlung zu überwinden. Da gibt es ein Konzept aus den USA, aus Diagnostik und Therapie, das Theragnostik-Konzept zu entwickeln. Und das ist ganz wichtig, denn Sie können bei einem Mammatumor auch nicht einfach behandeln, ohne zu wissen, ob die Rezeptoren stimmen. Und so ist es auch, um die Behandlung wirksam zu lassen. So ist es auch in der Infektionsmedizin. Sie können nicht einfach behandeln, ohne zu wissen, ob die Behandlung wirkt. Und dazu brauchen wir entsprechende Schnellteste, schon angesprochen durch meine Vorredner. Aber auch diese Schnellteste müssen personalisiert entwickelt werden. Das heißt, sie müssen schnell angepasst werden. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Und das ist die dritte Aussage des Gesundheitsrates eigentlich gewesen, die laborklinische Chemie zu trennen von der medizinischen Mikrobiologie in Gedanken, weil sie nicht zusammengehört. Und zwar geht es darum, dass Natrium und Kalium, das bleibt auch noch in 200 Jahren, Natrium und Kalium, das können Sie nachweisen an der Uniklinik und in der Hausarztpraxis auf gleiche Art und Weise. MRSA, 4-MRGN und andere Erreger verändern sich innerhalb von Wochen oder Tagen. Die medizinische mikrobiologische Diagnostik muss sich kontinuierlich anpassen. Wenn Sie diese Anpassung, Entwicklung neuer Teste anhängen an Systeme, die Jahre brauchen, bis Sie ein neues Testsystem entwickelt haben, sind Sie zu langsam. Sie müssen die Mikroevolution da was entgegenstellen. Das heißt, wir müssen ad hoc, on-demand Testsysteme entwickeln, die angepasst werden können und innerhalb einer Stunde auch ein Ergebnis geben, damit es eine personalisierte Medizin, mikrobiologische Medizin geben kann. Und letztendlich kann ich nur meinen Vorrednern unterstreichen, was sie gesagt haben. Es geht darum, zu fokussieren auf die wirklichen Herausforderungen. Und ich möchte aus den Niederlanden ein Schlagwort mitnehmen, was Sie, Frau Konnemann, erwähnt haben. Wir wollen grün bleiben, also nach Kategorie grün. Grün ist wenig Resistenz. Gelb ist hoch, mittel und rot ist ganz schlecht. Und es geht darum, dass wir für die 4-MRGN in Zukunft in Europa alle miteinander auf niedrigem Resistenzniveau bleiben. Lassen Sie uns konzentrieren, auf dafür zu sorgen, dass Deutschland, die Niederlande, das Europa 4-MRGN frei bleiben. Das ist eine der wichtigsten Herausforderungen und uns nicht zu zerreden in der Breite, sondern darauf zu konzentrieren, auf dieses Problem. Das ist machbar. Unsere Ministerin hat mit uns einen Vertrag geschlossen, sage ich Ihnen mal, eine Konvenant.
in der sie uns etwas verspricht und wir ihr etwas versprechen. Wir haben ihr versprochen, wir sorgen dafür, alle zusammen, Krankenhaushygieniker, Mikrobiologen, Infektiologen, Hygienefachkräfte, Tiermediziner, Apotheker, dass die Niederlande 4 MRGN frei bleiben. Und sie haben uns versprochen, alles dafür zu tun, dass wir unsere Arbeit machen können. Und ich bin mir sicher, dass das ein Konzept ist, was auf Deutsch wahrscheinlich anders heißen wird und anders organisiert werden muss. Die Länder sind unterschiedlich, aber das Ziel muss das gleiche sein. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Herr Professor Friedrich. Sie hatten ja explizit das Thema 4 MRGN angesprochen, also weit über das Thema MRSA hinausgehen, also resistente gramnegative Stäbchen, habe ich in der Vorbereitung auf die Veranstaltung gelernt. Und Sie haben gesagt, das ist eigentlich für uns die größte Herausforderung, dass wir nicht nur in den Niederlanden, in Deutschland, sondern auch in Europa 4 MRGN frei bleiben. Die große Frage, Sie haben ein Konzept deutlich gemacht für die Niederlande, wo Sie sozusagen einen Vertrag eingegangen sind. Aber wie könnte man hier die Rahmenbedingungen entsprechend für Europa fassen? Ich glaube, sehr wichtige Frage. Ich glaube, zunächst ist wichtig, dass man miteinander einig wird und sagt, das ist ein Fokus, auf den wir uns konzentrieren wollen. Und dann gibt es genügend Kompetenz. Es gibt genügend ausreichende Mittel, die zur Verfügung stehen, sich auf dieses Ziel zu konzentrieren. Übrigens, es geht da natürlich darum, nicht nur um dieses eine Ziel, aber wer das Problem von 4 MRGN löst, hat die Frage von Ausbildung, Kommunikation, Schnellteste, richtige Behandlung und Zusammenarbeit gelöst. Denn anders können Sie das Problem nicht in den Griff bekommen. Und damit geben Sie auch Antworten auf andere Infektionsfragen, die nicht 4 MRGN heißen, so wie MRSA, so wie natürlich auch pandemische Influenza und andere. Sie brauchen nur dann andere Tests, andere Maßnahmen, aber es sind immer dieselben Strukturen, die hier greifen müssen. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, eine solche Single Overriding Message zu haben und das auch unbedingt in einem One Health Aspekt, denn es wäre eine aus meiner Sicht eine unglaubliche und dann nicht mehr lösbare Herausforderung, wenn die 4 MRGN auch in die Tierbestände käme und auch dann darüber über die Umwelt, dann hätten wir ein Problem, ein großes Problem in Europa. Und wir müssen darum frühzeitig zusammenarbeiten, um uns auf dieses Problem konzentrieren zu können. Und das nicht nur an universitären Einrichtungen, nicht nur an in Gesundheitsämtern, sondern regional, da wo Übertragungen geschehen, Krankenhäuser, Arztpraxen, Laboratorien, Reha-Kliniken, Pflegeheime, auch mit Patientenorganisationen, regionale Netzwerke. Und diese Idee ist ja in Deutschland entwickelt worden und wird ins Ausland getragen. Und ich glaube, da weiter dran zu arbeiten, um eine hochauflösende Reaktivität im Land zu haben, das wäre etwas, was Deutschland leisten könnte. Und vergessen Sie nicht, wir schauen aus den Niederlanden natürlich sehr genau, was im Osten von uns passiert, ein großes Land. Und wir wissen, dass es in Deutschland auch immer etwas länger dauert, bis etwas sich verändert. Denn wer für 16 Millionen Einwohner etwas verändert, der hat es einfacher, als wenn er für 82 oder für 80 Millionen Einwohner. Aber jeder weiß in den Niederlanden, wenn Deutschland mal eine Entscheidung gefällt hat und etwas in Gang setzt, dann hat es Einfluss auf ungefähr 20% der europäischen Bevölkerung. Und das hat Impact. Und deswegen hoffen wir sehr darauf und schauen sehr darauf, was Deutschland macht. Vielen Dank, Herr Professor Friedrich. Sie haben festgestellt, dass über die Einleitung, die Redebeiträge bis hin dann auch zu den Stellungnahmen unserer Experten wirklich alle Bereiche hier auch vertreten sind, im Sinne von One Health, aber eben auch im Sinne der unterschiedlichen Sektoren, im Sinne auch der unterschiedlichen Disziplinen. So wie bei Ihnen. Sie sind ja heute nicht nur bei uns, um zuzuhören, auch das, sondern gegebenenfalls auch eigene Beiträge zu formulieren oder auch Fragen zu stellen. Und diese Möglichkeit möchten wir Ihnen jetzt hier eröffnen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich melden würden, kurz vorstellen und dann auch formulieren, an wen sich Ihre Frage richtet. Darf ich gleich Sie bitten? Ja, Daniel Hoffmann, ich bin von der CDU Saar, aber hauptamtlich eigentlich Wildbiologe bei der Game Conservancy Deutschland.
Wir haben seit längerem Feldhasen untersucht und finden dort seit 2014 bei bis zu 30-40% der Individuen MRSA. MECC, MECA, MECA nur sehr gering. Eine Frage an die Politik. Wie präsent ist dieses Thema Wildtiere als Reservoir von resistenten, multiresistenten Keimen? Ist man dort schon ein Stück weiter? Und vielleicht an die Wissenschaftler, welche Risiken können damit verbunden sein, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Population, das ist der Feldhase ein Beispiel, es gibt ja viele andere Arten, die weit verbreitet sind, zum Teil häufig sind, zum Teil häufig in Kontakt mit Nutztieren, mit den Haustieren, mit Menschen sind. Wie risikobehaftet ist dieses Geschehen, dass wir im Prinzip die Kontrolle ein Stück weit verloren haben, weil wir nicht mehr nur im tiermedizinischen und humanmedizinischen Bereich mit diesen Resistenzen zu tun haben werden, sondern eben auch in der freien Umwelt. Vielleicht, Herr Professor Hensel, Sie sind vermutlich der Beste dazu. Gestatten Sie, dass wir sammeln vielleicht an dieser Stelle? Zeigt Ihre Frage auch das breite Spektrum. Wildtiere waren angesprochen worden. Kollege Färber. Ja, Hermann Färber, Mitglied der CDU-Fraktion hier im Bundestag. Ich hätte eben so eine Frage an Sie, Herr Professor Hensel. Sie haben ja zu Beginn schon die Breite der Faktoren aufgezählt, die wir in die Betrachtungsweise einbeziehen müssen. Und ich hätte jetzt dann einfach noch einen Faktor, nämlich welche Rolle spielt bei der Entstehung multiresistenter Keime die Abwasserentsorgung häuslicher Abwässer, die Rolle der Kläranlagen, ganze Landkreise, Großstädte werden ja heute alle in eine Sammelkläranlage entwässert. In jedem Haushalt ist irgendwann jemand, der was schluckt, der dann auch was ausscheidet, vielleicht noch den Restbestand auch noch ins Abwasser mitgibt und in den Behältern kommen dann alle diese Bakterienstämme zusammen. Und inwieweit muss man diesen Sachverhalt in die Betrachtungsweise der Entstehung multiresistenter Keime mit einbeziehen. Vielen Dank, Kollege Färber. Bitte schön. Ja, mein Name ist Gerd Fädgenheuer. Ich bin Leiter der Infektiologie, der klinischen Infektiologie am Universitätsklinikum Köln und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Und ich bin seit 30 Jahren, behandle ich selbst Infektionspatienten jeden Tag, gehe auf die Station, spreche mit Assistenzärzten, mit Chefärzten über Antibiotikatherapie. Wir haben ja gehört, dass Antibiotikatherapie häufig nicht optimal läuft, dass wir Ärzte dazu ausbilden und erziehen müssen, wie sie besser die Antibiotikatherapie machen, damit wir mit den vorhandenen Medikamenten zurechtkommen. Und das ist eben ein sehr komplexes Gebiet, die Antibiotikatherapie bzw. die Infektiologie. Herr Friedrich hat es gesagt, es sind drei Säulen. Es ist die Mikrobiologie im Labor, die muss die Diagnostik machen. Es ist die Prävention, die Hygiene, die muss uns sagen, was wir tun müssen, um zu vermeiden. Aber es ist etwas, und das fehlt bisher in diesen ganzen Diskussionen hier, in der Strategie. Und das ist etwas, was in Deutschland eigentlich auch nur ganz selten gibt. Es fehlt die Gruppe, die Säule, die letztendlich die Therapie am Patienten macht, die zum Patienten geht und mit den Kollegen spricht, wie die beste Therapie ist. Das ist nicht trivial. Da braucht es Weiterbildung und Ausbildung. Und deswegen ist mein großes Plädoyer, dass diese Säule in die Diskussion und in die Strategien mit aufgenommen wird. Denn das unterscheidet uns ganz wesentlich von Holland und von anderen Ländern, Schweden beispielsweise, wo wir 10-mal so viel Infektiologen haben, die tatsächlich in die Therapie einbezogen sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Fädgenheuer. Ich habe dann den Kollegen Holzenkamp. Dann Sie. Ja, herzlichen Dank. Wer bin ich? Franz Josef Holzenkamp, agrarpolitischer Sprecher unserer CDU-Bundestagsfraktion und in meinem anderen Leben bin ich Kaufmann und Landwirt, auch landwirtschaftlicher Tierhalter. Ich danke erstmal allen Experten für ihre fachlich, sachlich fundierten Beiträge und auch für die einhellige Klarstellung, dass die
Vorbeugung vor Resistenzen wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Das wird in der Öffentlichkeit häufig verkürzt, teilweise auch, Herr Mantel, populistisch anders dargestellt. Und deshalb meine Frage diesbezüglich, was die Kommunikation angeht, tun unsere Institute in Sachen Kommunikation genug, um die Gesellschaft vielleicht wieder zu mehr Versachlichung zu führen? Und dann noch zwei kurze, konkrete Fragen. Zunächst an Herrn Mantel. Zahlungssysteme in dem Tierärztebereich. Heute ist es ja noch üblich, provisionsbezogen zu bezahlen. Sie haben gesagt, die rechtlichen Möglichkeiten sind da, man muss es nur richtig umsetzen. Wie kriegen wir es schnell umgesetzt, dass wir beratungsbezogen bezahlen, weil das kann nur die Zukunft sein? Und eine Frage an Herrn Professor Montgomery. Sie haben bei der Frage von Gitta Connemann, wie kann man Resistenzen prophylaktisch oder ja mehr vorbeugen, bei der Verschreibung von Antibiotika bei den Hausärzten. Das kennen wir alle tagtäglich. Und es wird ja, also ich will das jetzt, meine das jetzt gar nicht negativ, aber es wird einfach verschrieben. Und wenn nach 5 Tagen nichts passiert, dann wird was Neues verschrieben. Das kennen wir alle. Und wie kommen wir da zu Verbesserungen? Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass die Resistenztests manchmal nur theoretisch funktionieren und praktisch nicht so kurzfristig. Das wissen wir auch. Aber wie kommen wir tatsächlich weiter in dieser Frage? Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe zunächst, ja, bitte. Ja, Hans-Joachim Götz vom Bundesverband Praktizierender Tierärzte. Ich hätte eine Frage an Professor Friedrich und an Professor Montgomery. Die Minimierung oder Reduktion von Antibiotikaeinsatz, da sind wir uns ja alle einig. Aber eine besondere Rolle spielt immer der Begriff der Reserveantibiotika. Wie können wir es schaffen, hier eine Klärung zu finden, welche Antibiotika wirklich für die Humanmedizin so wichtig sind, dass sie reserviert sein müssen? Das wäre ganz wichtig für uns. Vielen Dank, Herr Götz. Bitte schön. Mein Name ist Emil Reisinger, ich leite die Infektiologie und Tropenmedizin an der Universitätsmedizin in Rostock und ich bin auch Präsident der Paul-Ehrlich-Gesellschaft. Ich möchte Herrn Kollegen Fettgen heuer unterstützen. Riesenproblem, das wir in Deutschland haben, es fehlen Fachärzte für Infektiologie. Wir haben heute in Deutschland leider nur mehr in Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeit, den Facharzt für Infektiologie im Rahmen der inneren Medizin zu erwerben. Und ich denke, dass es hier angebracht ist, in Zukunft Abhilfe zu schaffen. Ja, vielen Dank. Bitte. Ja, mein Name ist Beerwolf und ich vertrete den Berufsverband der Ärzte des öffentlichen Gesundheitswesens. Und vielen Dank, Herr Professor Montgomery. Ich möchte mich auch meinem Vorredner anschließen. Wir haben viele Gesetze, die werden aber ins Leere laufen, wenn wir nicht die fachlich qualifizierten Personen haben, die dafür sorgen, dass dieses alles auch umgesetzt wird. Und wir spielen da eine ganz entscheidende Rolle und haben aber leider das Personal nicht mehr und wir sehen auch nicht, dass es in Zukunft geschaffen werden kann, dass eben Fachärzte, die wir dringend brauchen, auch im öffentlichen Gesundheitsdienst ankommen. Und da brauchen wir dringend die Unterstützung, damit wir diese Aufgabe erfüllen können. Danke. Vielen Dank. Noch eine letzte Frage, dann würden wir erst diese Fragerunde abschließen. Ich möchte gar keine Frage stellen, Fischbach vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, sondern eine Antwort auf eine Frage geben. Es wurde gerade gefragt, wie können wir verhindern, dass wir in der Niederlassung diesen hohen Antibiotikaverbrauch eindämmen können. Das könnten wir zum Beispiel dadurch schaffen, dass es möglich wäre, zumindest kostenerstattend, das C-reaktive Protein aus dem Blut direkt zu bestimmen. Das können wir heute schon tun, das ist ein Entzündungsmarker. Da zahlen wir aber in der Niederlassung drauf. Wir kriegen noch nicht mal die Sachkosten zurück. Und das ist ein Problem, weshalb das viele natürlich nicht machen. Ich tue es schon, weil es mir mehr Sicherheit gibt und dadurch kann ich auch die Antibiotika-Behandlung viel konkreter und gezielter durchführen. Vielleicht sollten Sie mal mit der KV sprechen. Okay. Vielen Dank für diesen bunten Strauß an Fragen von den Wildtieren bis zur Bestimmung im Blut des C-reaktiven Proteins. Dankeschön, ich bin leider klar. Herr Minister Gröhe. Ja, vielen Dank.
dass ich jetzt antworten darf, hatte ich gleich zu 60 Jahren Bundeszahnärztekammer. Nein, Kassen- und Zahnärztliche Bundesvereinigung Rüsche. Und die feiern heute und da geht es gleich weiter. Zu den Fragen. Ich fange mit der letzten Frage an. Das gehört zu den Vorhaben im Rahmen auch unserer Strategie, dass genau diese Hemmnisse identifiziert und zum Beispiel mit den KV'n im Hinblick auf den ja nun erheblichen Entscheidungsfreiraum der Selbstverwaltung in diesen Vergütungssystemen besprochen wird. Insofern danke und das sind die Dinge, die wir in der Tat sammeln. Herr Professor Fechtenheuer, Sie haben angesprochen das Thema, wie stärken wir die Kompetenz, wenn ich es jetzt gerafft zusammenfasse, derer, die in der konkreten Behandlungsarbeit an der Patientin oder Patienten sind. Das ist sicher in Teilen eine Frage der Weiterbildung und der Ausbildung. Ich habe unser Programm erwähnt, aber ich glaube schon, dass wir da auch weitere Ideen, und es finden ja auch Gespräche zwischen Ihnen und meinem Haus statt, darüber, wie wir dies verstärken können, dass bei denen, die konkrete Behandlungsentscheidungen treffen, diese Kompetenzen weiter vorhanden sind. Wir werden sicher auch mit den Hochschulvertretern der Länder über die Frage, wieso hat die Auslagerung etwa von Laborkapazitäten aus den Universitätskliniken gleichzeitig dazu geführt, dass Lehrstühle weggefallen sind, weiter zu reden haben, wie man auch unter den Bedingungen dieser heutigen Situation, dass die Labortätigkeit eben nicht mehr in der Universitätsklinik selber geleistet werden kann, gleichwohl entsprechend Lehrstühle und Forschungsaktivitäten aufrechterhalten können muss. Was die Kollegin vom ÖGD gesagt hat, war dies jetzt bei der Landesgesundheitsministerkonferenz im letzten Monat ausdrücklich Thema. Es ist aber das Hauptthema der im nächsten Jahr, war ja auch schon mal ein wesentliches Thema des Bundesärztetages. Also ich will es jetzt mir nicht so einfach machen, sagen, das ist Länderzuständigkeit. Wir haben in diesem Bereich aber ein erhebliches Problem sozusagen, Montgomery hat es angedeutet, auch in der Frage der Tarifgestaltung, den öffentlichen Bereich überhaupt als attraktiver Arbeitgeber aufrechtzuerhalten. Und bin ja auch bei der letzten Bundesversammlung des ÖGD extra gewesen. Also dieses werden wir mit den Ländern, das ist weniger ein Thema, dass ich meine Landesgesundheitsministerinnen und Ministerkollegen überzeuge, sondern mehr deren fröhlicher Streit, der sich anschließend mit Landesfinanzministern abspielt. Aber die Frage der Wettbewerbsfähigkeit des Arbeitsort ÖGD ist ein sehr ernster, wenn wir für eine ganze Reihe von Fragen, die wir im Augenblick beschäftigen, von der Frage Flüchtlinge und deren Impfstatusfeststellung und anderes mehr, haben wir eine Fülle von Aufgaben, die mit dem ÖGD zu tun haben. Der ist in den letzten Jahren eher ausgedünnt worden, die Aufgaben sind mehr. Und wenn dann die tarifliche Entwicklung noch so ist, dass Krankenhaus und andere Tätigkeiten ungleich attraktiver sind, das führt das zu Problemen. Und darüber sind wir im intensiven Gespräch, wenngleich ich nicht verhehle, dass, glaube ich, es den Landesgesundheitsministern schwerfallen wird, da kurzfristig tiefgreifende Veränderungen herbeizuführen. Aber der Streit oder die Diskussion darüber muss geführt werden. Vielen Dank, Herr Minister Gröhe, der jetzt uns gleich verlassen muss. Ich bin ihm dankbar, dass er hier fast die ganze Veranstaltung über war. Ich glaube, seine Beiträge haben deutlich gemacht, dass und wie er sich auch mit dem Thema auseinandersetzt und dort beheimatet ist. Entschuldigen darf ich an dieser Stelle auch schon Herrn Bundesminister Schmidt. Er wurde ins Plenum berufen und wird jetzt vertreten von Herrn parlamentarischen Staatssekretär Bleser. Ich gebe gleich weiter, weil es auch um das Thema Lehrstühle ging, an Herrn Professor Friedrich, an den sich ja auch Fragen gerichtet hatten, wie zum Beispiel auch zum Thema Reserveantibiotika, aber natürlich auch die Frage, wie bekommen Sie eigentlich Ihre Fachärzte, Ihre Fachleute, die es ja in den Niederlanden offenkundig mehr zu geben scheint als bei uns? Ja, die gibt es mehr. Also für 16 Millionen Einwohner leisten wir uns 270 Fachärzte für klinische Mikrobiologie und dann kommen noch die Infektiologen mit dazu. Und in Deutschland gibt es 730 aktive Ärzte für Mikrobiologie und dann noch ganz wenige Infektiologen, leider. Das kann ich nur unterstützen. Deutschland ist eines der Länder mit den wenigsten Infektiologen und Hygieniker auch noch weniger. Das heißt, eigentlich müsste ja Deutschland sechsmal mehr haben als wir, 1300, und hat aber nur halb so viel. Und wie kriegt man die? Man bildet sie aus. Und das dauert dann 6 Jahre, bis man die hat.
Und da muss man irgendwann mal anfangen, man muss entsprechend Möglichkeiten haben. Aber wenn man natürlich Lehrstühle schließt in einem Land, was mehr als 34 Universitäten hat, dann kann man auch nicht mehr ausbilden, weil es eben keine Weiterbilder mehr gibt. Und dann gibt es auch keine Assistenzarztstellen mehr und dann gibt es auch keine Zukunft dieser Fachgebiete. Und ich glaube, man muss irgendwann mal dann das Blatt wenden und erkennen, das ist wichtig, eine Weiterbildungsinitiative starten, die aber dann auch wirklich, sagen wir mal, nachhaltig ist. Denn diese Leute, die man heute ausbildet, müssen auch in der Zukunft andere wieder ausbilden. Und dann hilft es nicht, wenn man sozusagen nur Expertise vermittelt, sondern es hat auch immer was mit Standort, Universität, Fakultät, Forschung, Innovation zu tun. Und nur das sichert, dass es auch in der nächsten Generation dieses Fachgebiet gibt. Wissen vermitteln kann man immer, ganz schnell, aber das ist nach einer Generation weg. Weil wenn die nicht weiter ausbilden. Das ist das eine und da war eine Frage direkt gezielt an mich gerichtet von einem Kollegen Tiermediziner, glaube ich, der die Frage nach den Antibiotika, Breitbandantibiotika und den Einsatz davon. Also ich bin da sehr kritisch, das so zu tun. Schauen Sie an, Infektionsmedizin ist kein Gesetz, das ist Medizin. Und Sie müssen es den tiermedizinischen Kollegen und den humanmedizinischen Kollegen und deren Expertise überlassen, welche Antibiotika bei Tier oder Mensch eingesetzt werden müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Tier möglicherweise auch ein Breitbandspektrum-Antibiotikum braucht, wenn der Tierarzt glaubt, es ist notwendig. Und wir können keine Medizin betreiben, allein nur mit Gesetzen. Die muss uns helfen, gute Medizin zu betreiben. Sie brauchen entsprechende Testungen, schnelle Testungen überall in der Tiermedizin, aber auch in der Hausarztpraxis. Und da geht es eben schon, und da muss ich Ihnen sagen, es gibt Hoffnung, denn es gelingt uns in regionalen Netzwerken gemeinsam auch den niedergelassenen Hausarzt ein Befundergebnis am Samstagnachmittag innerhalb von 12 bis 24 Stunden mitzuteilen und ihm dann zu sagen, stopp mit der Antibiotikagabe bei der Frau X, sie braucht es nicht, denn sie hat keine bakterielle Infektion. Dazu brauchen Sie aber ein hochauflösendes System von Expertise, wo alle niedergelassenen Ärzte auch mit eingebunden sind in regionalen Netzwerken, wo kein Unterschied mehr gibt zwischen stationär und ambulant, denn MRSA und die Erreger kennen den Unterschied auch nicht. Ja, die übertragen sich in alle Richtungen und deswegen müssen wir uns auch darauf so fokussieren und in diesen Netzwerken junge Menschen ausbilden und diese Berufe auch attraktiv machen und dann nicht nur für die stationäre und ambulante Behandlung, sondern ganz wichtig auch im öffentlichen Gesundheitsdienst. Vielen Dank. Dafür gibt es in den Niederlanden entsprechende Fonds, habe ich gelernt. Also ein anderes System auch der Finanzierung der Weiterbildung, was ich hochspannend auch fand. Vielleicht können Sie dazu noch ein Wort sagen. Das ist richtig. Da unterscheidet sich die Niederlande dadurch, dass man vor 5 Jahren ein Kapazitätsorgan eingerichtet hat, was Krankenkassen und Ministerien gemeinsam bestücken und die eine Voraussage machen, welche Fachärzte braucht man in der Zukunft. Das kann man nie 100%, aber man schätzt ungefähr ein. Und dann werden aus diesem Fonds wird die Weiterbildung von Fachärzten finanziert, unabhängig von den Leistungen, die Krankenkassen oder die irgendwie Krankenhäuser an finanziellen Mitteln, sondern dieses Geld gibt es extra zusätzlich on top zur Weiterbildung und zwar 150% der Kosten der Ausbildung, weil man entsprechend 50% Overhead braucht, um diese Assistenzärzte auch entsprechend begleiten zu können. Und damit ist eigentlich festgelegt, dass die Versorgung der Patienten muss gelingen, auch wenn es keinen einzigen Assistenzarzt gäbe, denn sie ist rein facharztbasiert. Und die Assistenzärzte sind ein zusätzlicher On-Top, auch finanziell. Und dann haben sie genügend Zeit, Leute auszubilden, genügend Geld, um Leute einzustellen, um sie auszubilden. Und damit ist es auch möglich, warum wir kontinuierlich 100 Assistenzärzte allein in unserem Fach medizinische Mikrobiologie haben und nochmal 40 im Fach für Infektiologie und Krankenhaushygiene und jedes andere Fach auch. Sie können nicht ein Fachgebiet haben und da keine Weiterbildung stellen. Das passt nicht zusammen. Der Blick über die Grenze ist dann schon ganz interessant. Man lernt doch einiges. Neben Ihnen, Herr Professor Hensel, Sie waren wahrscheinlich derjenige, der angesprochen worden ist in Sachen nicht nur Wildtieren, sondern auch, wenn es um die Frage ging, wird eigentlich genug Aufklärungsarbeit geleistet in die Öffentlichkeit etc. pp.
Ja, liebe Frau Konnemann, ich versuche mal am Anfang nochmal auf die Frage dieser, der Umrelevanz einzugehen oder überhaupt über die verschiedenen Eintragspfade. Mhm. Nun ist ja die Maßzahl, über die wir reden, nicht die Frage, wie viele Antibiotikaresistenzen gibt es, sondern die Maßzahl, an denen wir uns orientieren, ist die Frage, wie viele Patienten, die krank sind mit einer Infektion, sind behandelbar oder nicht behandelbar mit Antibiotika. Das ist also die entscheidende Frage und die Frage, wo kommen die Bakterien her, die die tragen? Bringen die die mit oder kriegen die die im Krankenhaus oder woanders her? Und die Frage, wenn Sie die mitbringen, wo sind die Pfade, dass man beispielsweise in den allermeisten Fällen ja nicht infiziert wird, sondern kolonisiert wird. Ja, sondern die normalen Kommensalen tragen eben beispielsweise, die Kommensalen, sagt man, sind die normalen Bakterien, die auf und in einem leben, tragen ja diese Resistenzen auch. Und die kommen auch irgendwo her. Und in den Kontexten muss man auch so die Frage dieser Umweltexposition sehen. Das ist ja so alt, sage ich mal, die Diskussion wie, ja, wie die Hygiene selbst. Was passiert mit Abwässern beispielsweise oder mit Emissionen? Und kann man tatsächlich beweisen, dass also hier, wenn da Resistenzen entstehen und Keime dann in Kläranlagen ankommen, ob die dann tatsächlich ursächlich beispielsweise für Lebensmittelinfektionen, Kolonisierung verantwortlich sind. Und die Disziplin, die sich damit beschäftigt, ist eine Teildisziplin der Infektions- und Infektiologie und das ist die Epidemiologie. Und für die gilt übrigens genau das Gleiche, was jetzt gesagt wurde für Mikrobiologen und für Infektionsmediziner. Auch hier sind wir, muss man einfach sagen, nicht in der Lage, ein vollumfängliches Bild beispielsweise für Deutschland klar darzulegen, also wo tatsächlich die Infektionspfade sind und wie sich beispielsweise bestimmte Klone, bestimmte Stämme in der, ja, sagen wir mal, in der Lebensmittelkette, in der Umwelt tatsächlich ausbreiten. Man könnte natürlich hingehen und die Bakterien, die man von Menschen gewinnt, dann sequenzieren und die vergleichen mit denen von Tieren, ja, oder aus der Umwelt. Und man stellt aber fest, dass also das Matching von diesen beiden oder von diesen dreien ganz selten gelingt. Also meistens sind es eben nicht die Bakterien, die gleichen Bakterien. Da gibt es einen Haufen Studien dazu, die zeigen eben, dass die Bakterien, die bei den Menschen vorkommen, nicht genau die gleichen sind wie bei Menschen. Die haben aber manchmal die gleichen, also die gleichen Resistenzelemente über mobile genetische Faktoren. Da sieht man auch, dass es nicht nur an den Bakterien hängt, sondern eben auch beispielsweise über die Übertragungsmechanismen, wie diese Gene ausgetragen wird. Ich halte viel davon, dass man solche epidemiologischen Untersuchungen macht. Ja, nun muss man dazu sagen, dass man das immer an der Maßzahl messen muss. Das heißt, wie viele Leute werden denn heute krank, von denen wir wissen, dass sie sich an Lebensmittel sozusagen ihre Bakterien geholt haben und sozusagen die Antibiotikaresistenz dann bei ihnen dann dazu geführt, dass sie nicht behandelbar sind. Und da sind wir, das mag jetzt provokant klingen, in einer verhältnismäßig komfortablen Situation. Wir haben sporadische Einzelfälle, wo wir tatsächlich diese Kette wirklich zeigen können, ja, dass man also daher kommt. Die meisten, von denen wir das wissen, sie ist Fachpersonal, also Tierärzte, Landwirte, Schlachthofpersonal, die also sich das geholt haben. Aber für die allgemeine Bevölkerung ist das eben nicht der Weg, also zumindest wie sich im Moment wissenschaftlich darstellt. Das muss man aber unter dem Vorbehalt sagen, dass wir einfach diese Daten nicht haben. Also meiner Ansicht nach, wenn man schon über Forschungsbedarf redet, gehört da sicher mehr gemacht und auch mehr finanziert. Und das Zweite ist, was ich auch unterstütze im Bereich universitäre Forschung, also auch die Frage der Lehrstühle beispielsweise, auch der Infektion, also IT-gestützten Informationen, die da eine Rolle spielen, haben wir überhaupt nicht drüber geredet. Also die Frage des Informationsflusses, die Mikrobiologie entwickelt sich auch weiter. Hier geht es in die Richtung Gesamtgenomsequenzierung, also dass wir wirklich die Bakterien sehr, sehr genau kennenlernen in den nächsten Jahren. Und das auch per IT verfügbar zu machen, also für alle Infektionsmediziner überall in Europa, überall auf der Welt. Das sind im Moment Bestrebungen, die sagen wir, in den Forschungsprogrammen der Europäischen Gemeinschaft abgebildet werden, aber meiner Ansicht nach mit dem gleichen Bias, den wir sonst auch haben, weil Infektionsmedizin, meine Damen und Herren, ist in Deutschland immer noch stiefmütterlich behandelt. Das ist einfach so. Und das gilt für die Humanmedizin, wie ich gelernt habe, genauso wie für die Veterinärmedizin. Und das ist meiner Ansicht nach heilbar, das Problem. Da muss man mit der richtigen Ernsthaftigkeit ran und dann geht das auch. Vielen Dank. Die Frage auch an Herrn Professor Wieler. Was müssten Sie seitens des RKI mehr tun? Ja, also ich möchte noch mal kurz auf den Kollegen eingehen, der Wildbiologe unter uns oder ein Wildbiologe unter uns. Dieses Thema haben wir auf dem Schirm, weil wir genau das, was ich eben sagte, weil wir diesen Respekt haben vor den Antibiotika, genauso haben wir den Respekt vor den Bakterien. Wir wissen also, dass es leider Gottes in verschiedenen Habitaten antibiotikaresistente Bakterien gibt. Natürlich können wir das Ausmaß nicht genügend einschätzen, weshalb wir ein hohes Interesse haben an aussagefähigen Surveillance-Strukturen, also Überwachungsstrukturen,
Die bringen uns aber eben nur dann was, wenn sie mit derselben Methodik angegriffen werden und vergleichend zur Verfügung gestellt werden. Das ist das, was ein Teil dieses sogenannten One Health-Konzeptes, eine sogenannte integrierte Surveillance. Und hier favorisieren wir ganz deutlich, das hat auch Herr Hensebeiß angesprochen, Methoden, die darauf basieren, dass wir die Genome entschlüsseln der Bakterien, nicht nur, weil wir damit genau die Wege nachvollziehen können und dann auch die Wichtigkeit der Eintragsquellen bewerten können, sondern weil diese Information uns zur Verfügung steht für alle weiteren Fragen, für Diagnostiktestentwicklung zum Beispiel. Aus den Genominformationen kriegen wir raus, was die für Resistenzphänomene haben. Wir können vielleicht neue Strukturen für antiinfektive Angriffspunkte erkennen. Also ein Riesenschatz von Daten, der uns über die Surveillance zur Verfügung steht, wenn die Surveillance sauber durchgeführt wird mit einheitlichen Methoden und über diese Grenzen hinweg. Das ist ein ganz großes Thema, das haben Sie auch hier gehört, dieser One-Health-Gedanke, der ja auch von uns natürlich stark propagiert wird. Und eine integrierte Surveillance ist ein ganz, ganz großer Teil davon. Und Sie wissen zum Beispiel, dass in den letzten Jahren Tiermediziner plötzlich als Risikopatienten klassifiziert wurden für MRSA. Warum? Weil sie eben häufiger mit MRSA infiziert ist. Das heißt, das hat sofort eine Auswirkungen davon. Darum ist das wichtig. Und aus meiner ehemaligen Arbeitsgruppe gibt es sogar jemanden, der hat eine neue Disziplin mitgegründet, die heißt Microbial Ornithology, weil der in Wildvögeln nämlich solche Untersuchungen durchgeführt hat. Und die sind öfter mit Wasser assoziiert. Darum nochmal die Hinweise auf die Kläranlagen oder Wasser. Ich bin sehr davon überzeugt, es gibt Methoden, wie man bestimmte Stoffe oder auch bestimmte Bakterien natürlich auch aus Kläranlagen entfernen kann oder aus Wässern entfernen kann. Und hier ist mit Sicherheit die ein oder andere Forschungsfrage noch offen, die wir auch adressieren können. Aber das ist ein großes Gebiet, aber bestimmte Dinge können gemacht werden. Ich möchte noch was zu Herrn Vettenhöher sagen. Herr Vettenhöher, Sie wissen das sehr gut. Sie wissen die Zahlen viel besser als ich und wir beide wissen, dass wir zu wenig Infektiologen in Deutschland haben. Das ist ein schrittweiser Prozess. Wir glauben, dass wir deshalb mittelfristig müssen wir einfach natürlich auch Leute, die nicht dieses volle Profil haben, weiterbilden. Wir machen ja diese Antibiotic Stewardship Weiterbildung, das sind ja Initiativen, die von Ihnen mit gestartet wurden. Die sind ja wichtig, wir kriegen das natürlich so schnell nicht gewuppt, dass wir plötzlich die ganzen hohen Zahlen haben. Aber es ist ganz klar, dass das eine Aufgabe ist, dass man aber da Zwischenstufen auch einziehen muss, dass wir bestimmten Fachärzten bestimmte Qualifikationen zugestehen. Und da müssen natürlich auch die entsprechenden Fachrichtungen konstruktive Ideen entwickeln. Denn bis wir genügend Infektiologen dann haben in Deutschland, das wird einige Jahre dauern, denn das muss ja perpetuiert werden, es muss fortgebildet werden und die Kollegen müssen weitergebildet werden. Und dann müssen sie wiederum ihre Nachfolger weiterbilden. Ne? Also das ist ein extrem wichtiges Thema. Und wenn das Robert-Koch-Institut Surveillance-Daten zur Verfügung stellt, also wir haben zwei Banken, einmal den Verbrauch von Antibiotika, wir möchten das möglichst in einem großen Maße Deutschland repräsentativ haben. Zurzeit bauen wir das haben aufgebaut mit Kollegen Kern aus Freiburg zusammen, der das initiiert hat, dass wir den Verbrauch von Antibiotika in Krankenhäusern erfassen. Die Daten sollen natürlich dann bei uns hinterlegt werden, validiert werden, qualitätsgeprüft werden und auf der anderen Seite auch antibiotikaresistente Bakterien. Die Daten möchten wir generieren über Labore. Auch da, das ist freiwillig und das ist auch ganz gut so, weil das Interesse der Menschen auf Dauer größer ist, wenn es freiwillig geliefert wird. Wenn wir diese Daten zusammenkriegen und wir haben wirklich monatlich kommen neue Lieferanten von den Zahlen zu uns, dann sind das Daten, die wir zusammenbringen können und die uns eben zeigen, ob die Maßnahmen, die wir implementieren oder die wir vorschlagen, das Robert-Koch-Institut schlägt ja nur vor, dann sind das Maßnahmen, die auch von all diesen Approbationen und von all den Fachleuten genutzt werden können, um zu sehen, ob ihre Maßnahmen greifen. Insofern sind das alles die wichtigen Schritte. Lassen Sie mich zuletzt noch eins sagen, jetzt ein kleiner Rundumschlag, aber das Robert-Koch-Institut als Raumschiff, sagen manche bezeichnen als Raumschiff, ja, kann aber nur gut landen, wenn es einen schönen Häfen hat, das ist nämlich der öffentliche Gesundheitsdienst. Ja. Also wenn wir große Maßnahmen haben und wenn wir große Datenbanken pflegen können, dann hilft uns das nicht sehr viel, wenn der öffentliche Gesundheitsdienst das nicht umsetzen kann. Ja. Das ist ein Credo, das Sie auch von jedem RKI-Präsidenten vor mir und auch nachher, hoffentlich nach mir nicht mehr, vielleicht ist es ja dann ausreichend, aber hören werden. Das heißt also, es sind ganz viele Aspekte, die wir betrachten. Aber lassen Sie mich nochmal sagen, es ist wichtig, dass wir Respekt vor den Bakterien haben, wir müssen die verstehen, die Wege kennen und Respekt vor den Antibiotika haben.
denn es ist ein Teil eines infektiologischen Problems und alles, was wir daran lernen, vieles davon, fast alles, können wir übertragen auf Infektionskrankheiten generell. Und wir brauchen einige Mechanistiken und einige Pfade, die wir zusammen betreten können. Das sind alles ganz, ganz relevante Aspekte. Vielen Dank, lieber Herr Professor Wieler. Es gab da noch Fragen oder eine Frage jeweils an Herrn Dr. Mantel und Herrn Dr. Montgomery. Ja, meine Frage, die war von Herrn Holzenkamp von Ihnen, ist an sich ganz einfach zu beantworten. Ich hatte das ja auch in meinem Statement gesagt, die fachliche Beratung, Herr Holzenkamp, ist angemessen zu honorieren. Angemessen heißt, nach den Sätzen der Gebührenordnung für Tierärzte, der GOT, die wir also noch, muss ich sagen, haben. Die EU ist ja da momentan etwas dran am Sägen, dass sie diese Regulierungsmechanismen abschafft. Aber noch haben wir sie. Und es muss, glaube ich, auch bei den Landwirten ein Bewusstseinswandel, sagen wir mal, zumindest dahin gehen, dass die Beratung eben auch eine tierärztliche Leistung ist, die entsprechend honoriert werden muss, genau wie die geistige Leistung von einem Steuerberater oder von einem Rechtsanwalt oder wo auch immer honorieren muss, das eben auch für die Tierärzte gelten. Aber da sehen wir also bei den Tierhaltern leider häufig noch ein Defizit und da müssen wir daran arbeiten, gemeinsam mit den Landwirten, dass eben hier die fachliche Beratung entsprechend honoriert wird. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Vielen Dank, Herr Professor Montgomery. Ja, zum Abschluss, alles hängt mit allem zusammen und deswegen muss man es auch zusammen betrachten. Eine kurze Begründung, warum es heute so wenig Krankenhaushygieniker und Mikrobiologen gibt. Wir hatten vor 30, 40 Jahren an allen deutschen Universitäten Lehrstühle für Hygiene und für Krankenhausinfektionen. Die sind abgeschafft worden, weil es günstiger war, im niedergelassenen Bereich mit großen Riesenlabors dieselben Leistungen zu erbringen, sodass es sich in Kliniken nicht mehr lohnte, dann fiel das Labor weg, dann fiel der Laborleiter weg, dann fiel der Lehrstuhl weg oder wurde zu einem Lehrstuhl im wahrsten Sinne des Wortes mit doppeltem E. Und dann war das Fach tot. Und unser Dilemma ist, als Kammern, wir haben kluge Ideen, wie man das alles ändern könnte, aber hier muss man wirklich sagen, Form follows Function. Sie brauchen zuerst wieder die Einsicht, dass wir an den Kliniken Leute brauchen, die das machen, die das dann auch anderen beibringen können, die dann daraus entstehen, und ich glaube, es war Herr Friedrich, der sehr richtig sagte, das dauert. Die normale Weiterbildung im Facharztbereich dauert mindestens 6 Jahre, bis Sie sowas aufgebaut haben, können Sie sagen, brauchen Sie nochmal 4, also rechnen Sie mal mit 10 Jahren. Deswegen haben wir ein Problem, das kennt Herr Fettgenheuer auch bestens, dass ich nenne es mal plastisch, der Schnellbesolung. Wir müssen andere Fachgebiete, die in der Nähe desselben stehen, bitten, in besonderen Kursen und besonderen Bildungsmodulen sich wenigstens partiell in den Besitz der Kenntnisse zu bringen, die gut wäre zu haben. Aber wir haben eben nicht die voll ausgebildeten Infektiologen, sondern wir haben andere Fachgebiete, meistens der inneren Medizin, die eine Zusatzweiterbildung Infektiologie haben. Und es ist von Herrn Feldknummer völlig zu Recht gesagt, wenn es Kliniken gibt für reine Infektiologie, dann wird es irgendwann auch reine Infektiologen geben. Aber auch hier gilt, die Weiterbildung, die Attestierung folgt der Krankenversorgung und nicht andersrum. Wir können nicht im Lehren beschreiben, wir wollen jetzt Infektiologen haben, die sollen so aussehen. Und es gibt keine Klinik, an der sie das lernen können. Und es gibt keinen, der ihnen das beibringen kann. Das ist unser Dilemma. Und daran müssen wir ganz heftig arbeiten. Und eine letzte Sache habe ich noch. Lieber Herr Friedrich, ich habe mich an einem Punkt gestört, an einer Aussage von Ihnen. Sie sorgen dafür, dass Holland MRGN4 frei ist. Da müssten wir mal drüber reden, weil wir haben in Hamburg das Problem als Weltstadt, dass wir sehr viele MRGN-Infektionen aus Mittelmeerländern eingeschleppt bekommen. Denn MRGN4 ist im Mittelmeer endemisch. Wir testen jetzt jeden Patienten, der ins Krankenhaus kommt, der in dem letzten halben Jahr länger als 3 Wochen im Mittelmeerraum war, testen wir auf MRGN4 und wir finden etwa eine ganze Menge. Das heißt, da darüber hinaus MRGN4 nicht therapierbar ist, Sie können anders als MRSA diese Leute nicht eradizieren und hinterher ist der MRSA weg, das können Sie bei den meisten MRSA-Leuten, hat mich Ihre Aussage, Sie wollen Holland MRGN4 freihalten, beeindruckt. Und vielleicht müssen wir aber im bilateralen Dialog klären, wie Sie das machen wollen. Vielleicht darf ich direkt darauf antworten. Auch wir haben natürlich Patienten aus dem Süden Europas, Nordafrika, dem Mittleren Osten und weiter Asien, wo wir wissen, dass es 4 MRGN gibt. Diese Patienten werden diese Menschen kommen auch nach Europa, kommen auch in die Niederlande. Darum geht es nicht. Es geht darum, die
nicht den Import durch Patienten zu verhindern, sondern die frühzeitig zu erkennen und dafür zu sorgen, dass es keine eigenen, niederländisch selbst in eigenen Krankenhäusern übertragenen 4-MRGN gibt. Denn es kommt jemand von außen, der kommt ins Krankenhaus. Wenn ich nicht erkenne, dann überträgt er sich auf andere und dann kommt es zur Verbreitung und dann kommt es zur Infektion. Das heißt, wir wissen auch, wenn wir sagen, wir bleiben 4-MRGN frei, dass es bei uns 4-MRGN geben wird, aber keine eigenen in niederländischen Krankenhäusern übertragen und keine Infektionen. Und damit wollen wir es auf einem minimalen Niveau halten und nicht vollkommen frei. Das ist klar. Nein, keine bilateralen Gespräche. Jetzt mehr, auch Herr Professor Hensel hatte sich schon gemeldet. Ich würde Ihnen allen furchtbar gerne den Raum geben, noch mehr auszuführen. Ich glaube, unser Publikum würde auch gerne noch mehr hören wollen. Aber leider ist der Rahmen jetzt nicht gesprengt, aber am Ende. Denn wir hatten einen Rahmen vorgesetzt, und zwar bis 15 Uhr. Wir sind etwas über die Zeit, aber ich glaube, es war jede Minute wert. Jedenfalls für mich persönlich. Ich habe ganz, ganz viel gelernt im Vorfeld der Veranstaltung und ich habe heute wieder neue Stichworte gehört. Die Fachleute unter Ihnen mögen es alle wissen, aber vielleicht ist doch der eine oder andere Aspekt für die jeweils andere Disziplin hochinteressant gewesen. Denn am Ende, und da nehme ich ein Wort auf von Herrn Professor Montgomery, hängt alles mit allem zusammen. Das ist sehr deutlich geworden heute auf dem Podium durch die Vertreter, die sich hier zu Wort gemeldet haben, dass es eben nicht möglich ist, nur den einen oder den anderen Bereich zu sehen, horizontal, vertikal oder wie auch immer, sondern dass es am Ende eines Bedarfs, nämlich der Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit ist angemahnt worden von fast jedem unserer Podiumsteilnehmer, und zwar aus gutem Grund, denn auch da waren uns sich die Teilnehmer einig, wir haben es hier mit einer Gefahr zu tun, die nicht unterschätzt werden darf. Ich erinnere an das erste Wort auch von Herrn Professor Wieler, der darauf hinwies, die Daten nehmen zu, die Raten steigen und zwar kontinuierlich. Das ist einfach an dieser Stelle auch festzustellen. Es gibt viele offene Fragen, es gibt viele offene Handlungsstränge, auch das ist deutlich geworden. Was ich aber auch festgestellt habe, und das zeigt das Interesse heute, aber auch die Einlastung unserer Bundesminister, dass wir nicht nur in Deutschland in den letzten Jahren ein neues Bewusstsein entwickelt haben, und das ist uns von Professor Friedrich auch noch einmal bestätigt worden, sondern dass am Ende ja hier auch reagiert worden ist durch die Vorlage der ersten DART-Strategie und seitdem eben auch der Umsetzung vieler erfolgreicher Initiativen in der Human- und in der Veterinärmedizin. Und diese Entwicklung nun ja auch fortgesetzt und vertieft werden soll mit zum Beispiel DART 2020, aber auch mit Plänen, die vorgelegt worden sind und die auch angesprochen wurden, bis hin zu Verhandlungen mit KVs etc. pp. Eines haben wir auch gehört, wiederholt, Bakterien, Viren und Resistenzen kennen keine Landesgrenzen. Und deswegen ist es am Ende gut, den Blick auf das Bakterium oder aus dem Bakterium auf das Antibiotikum zu haben. Auch das habe ich heute gelernt und festgestellt, dass es dann am Ende eben nichts bringt, auch Themen nur auf die politische Agenda zu setzen, sondern wichtig ist, das mit dem entsprechenden Fachverstand zu tun. Den haben wir uns heute sozusagen eingeworben, dank der Vertreter hier bei uns auf dem Podium, und ich möchte noch einmal einen ganz herzlichen Dank sagen, eben an diejenigen, die uns hier viel an Einsicht auch gewährt haben, und zwar an Herrn Professor Dr. Wieler, herzlichen Dank auch für Ihre Teilnahme. Dann an, ja, ist durchaus einen Applaus wert, an Herrn Professor Dr. Montgomery, an Herrn Professor Dr. Mantel, an Herrn Professor Dr. Dr. Hensel, an Herrn Quott und last but not least an Herrn Professor Dr. Friedrich. Gemeinsam haben wir gesehen, es ist wichtig, gemeinsam eben auch nur
zu arbeiten und Lösungen zu entwickeln. Schuldzuweisungen weder in die eine noch in die andere Richtung führen uns weiter. Klar ist aber auch geworden, die Probleme sind wirklich komplex. Das haben unsere Experten heute sehr anschaulich gemacht. Viele gute Ansätze wurden heute genannt. Das begann bei der verbesserten Diagnostik über eine intensivere Arzt-Patienten-Kommunikation, über das gute Fallmanagement beispielsweise, die Datenerfassung, das Rückmeldesystem, die Erstellung bestimmter Listen, die fundierte Aus-, Weiter- und Fortbildung, die konsequente Umsetzung von Hygienemaßnahmen und am Ende natürlich auch die entsprechende Therapie, die Rahmenbedingungen für die Forschung, die Entwicklung neuer Antibiotika und entsprechend alternativer Therapien. Was geschieht nun? Diese Frage können Sie uns, mir und meinem Kollegen Dr. Nüßlein stellen. Denn wir haben heute natürlich auch zugehört, aber wollen es mit diesem Thema heute nicht entsprechend bewenden lassen. Diese gemeinsame Konferenz ist heute für uns ein wichtiger Schritt. Ich kann Ihnen sagen, weitere werden folgen. Herr Dr. Nüßlein war in seiner Begrüßung bereits auf das eine oder andere eingegangen. Wir haben eben von Ihnen einen Strauß an Handlungsempfehlungen entsprechend erhalten. Und diese Ansätze werden wir jetzt auswerten. Zum Teil sind sie deckungsgleich, zum Teil widersprüchlich, weil wir aber für uns feststellen, Antibiotikaresistenzen sind eine tickende Zeitbombe. Und deswegen kann es für uns hier am Ende auch nur ein Ziel geben, die Szenarien einer Welt ohne wirksame Antibiotika, die ich am Anfang benannt hatte, dürfen keine Realität werden. Antibiotika müssen auch in Zukunft für Mensch und Tier in gleicher Weise zur Verfügung stehen, wenn sie wirklich gebraucht werden. Und dafür wollen wir uns gemeinsam einsetzen. Mit allen Beteiligten aus der Humanmedizin, der Tiermedizin, der Umwelt, der Bildung, der Forschung, eben im Sinne von einer Gesundheit von Mensch und Tier. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Beiträge und sind auch im Nachgang dieser Diskussion für Anregungen, gegebenenfalls Kritik, Hinweise etc. dankbar. Wir lernen gerne von Ihnen. Herzlichen Dank.